Hey, yo zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2. Ja, letztes Mal habe ich ein bisschen zügig beendet. Ich habe die Runde noch durchlaufen lassen, aber ihr habt natürlich verpasst. Hier gab es eine Konföderation, das ist natürlich extrem doof für mich. Eine Unterstadt wurde fertiggestellt, das ist sehr schön. Bedeutet nämlich. Ne, hier. Bedeutet nämlich, dass wir wieder ein bisschen Geld machen können und ein bisschen Nahrung dazu. So, das sollte ein bisschen helfen. Und wir haben ein paar Gebäude gebaut, was sehr wichtig ist, damit Lamia weiter fertig wird. Mäuerchen braucht noch, aber da müssen wir natürlich noch weitermachen. So, jetzt ist die große Frage, wo geht's als nächstes hin? Und wir wissen ja, wir sollten warten, bis die Mauern fertig sind. Deswegen würde ich mal. Ich kann ja ein bisschen scouten gehen. Mal gucken. Genau, da sehen wir was. Das heißt, ich würde jetzt erstmal hier so hingehen. Mich so aufstellen. Ja, das Geld geht zurück, aber das ist jetzt einfach so. So, hier war ich ja schon. Hab gerade eben erst geplündert. Und die laufen zusammen rum. Der Rest hier ist ja relativ safe. Das heißt, ich kann mal gucken, dass ich hier so ein bisschen zurechtkomme. Das heißt, wir machen das ein bisschen so. Und ich will natürlich so weit wie möglich nach vorne kommen. Das heißt, auch hier hin. Und ich würde ihn tatsächlich. Warte mal, wenn ich jetzt hier. Plündern ist nicht gut für mich. Das macht keinen großen Unterschied. Dann zeige ich mich einfach. Das ist egal, weil wenn hier eine Armee ist, dann will ich die abfangen und crushen. Das kann ich nämlich hier mit den Katapulten, Giftwindkriegern, Jezzail schaffen. Und die Armee hat ja auch nochmal Giftwindkrieger und einen Haufen Helden. Ich glaube, damit bin ich ganz gut zurecht. Nächste Runde muss ich den Ritus der, den Trigger der 13 durchführen. Ich hoffe mal, dass ich hier bald Geld bekomme, weil ich müsste ja noch einiges bauen. Okay, die dunkle Festung wurde entdeckt. Die kann ich gerade nicht benutzen. Da wird nichts mehr gebaut. Ich dachte, irgendwo hätte ich noch ein Gebäude in der Mache. Ein paar zumindest. Aber anscheinend ist dem nicht so. Da wird noch was gebaut. Aber das ist leider nicht für Geld. Hier auch nicht. Da auch nicht. Sieht schlecht aus mit der Kohle. Armeen 14.000. Warum sind die so teuer? Das Hornet One. 6.000 kostet der ganze Bums. Okay, Waffenteams sind extremst teuer. Die Helden teilweise auch. Gibt es. Die Frage ist, gibt. Ja, das hilft mir nicht. Gibt es was, was die Waffenteams günstiger macht? Hier haben wir nochmal Munition. Wow. Geschossstärke. Ja gut, ich brauche erstmal den Warpsteinreaktor. Wo ist der? Ah, hier. Okay. Oh. Das wird nicht leicht. Okay. Steuer. Oh, das ist nicht schlecht. Dafür brauche ich aber die Seuchenabtei. Ja, ist auch sehr teuer. Okay. Ansonsten gibt es hier nichts. Das gibt's noch. Das könnte ich tatsächlich machen. Kostet mich aber 6 Nahrung. Das habe ich gerade nicht über. Vor allem nicht im Tiefenreich, schaut's mal. Mein Tiefenreich schaut auch nicht gut aus. Da muss ich echt mal gucken. Das ist.
Ist gefährlich, okay. Naja, wird nicht so easy. Da muss ich wirklich, wirklich mal schauen. Aber okay. So. Quiek Hinterhalt verhindert. Das ist okay. Wie gesagt, ich sollte eigentlich hier ein bisschen zugucken. Nee, ich dauernd auf mein Handy starren, aber so ist es halt. Weil sonst würde ich sowas nämlich verpassen. Ist jetzt nicht schlimm. Da oben stehe ich recht safe. Aber ich muss trotzdem aufpassen, wie ich das mache. Ja. Okay, später. So. Die Intrige der 13 wieder. Nicht 13% spare. Ja, das ist eine Menge, genau. So, Alternat fährt weiter. Quiek. Jetzt haben wir hier Mauern. Das heißt, wir können jetzt hier angreifen. Oh, schön. Das ist Krokka. Den können wir gleich weghauen. So. Er hat Winde der Magie. Ich würde tatsächlich gerne mal ausprobieren, wie so eine Schlacht ausschaut. Wisst ihr? Ich würde das echt gerne mal ausprobieren. Einfach damit ich weiß, hey, wie komme ich damit zurecht? Eigentlich wollte ich das Blitz schlagen. Ja, genau. Ich muss es lernen. Wisst ihr? Ich muss es einfach lernen. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt hier verkackt, bin ich tot, aber das sollte ich nicht. Na, ich muss mir einen guten Standort aussuchen, weil die Rattlings, die müssen schießen. Wenn die nicht schießen, Riesenproblem. Na, gut, Koatl und Carnosaurier, die kann ich weghauen. Die Echsen und Dings sind jetzt nicht so problematisch. Er hat hier viel Stuff. Müssen wir mal gucken. Ich muss halt wirklich schauen. Also die Waffenteams muss ich halt beschützen. Das ist das Allerwichtigste. Die muss ich beschützen. Der Rest, ja. Krogar muss ich abknallen. Ich weiß halt noch nicht, wie ich es am geschicktesten mache. Der Carnosaurier ist gefährlich, aber ich glaube, Krogar ist schlimmer. Der Koatl ist extremst schlimm. So. Also da hinten steht er. Hier kann ich mich nicht aufstellen, aber... Hier vielleicht. Oder hier drüben irgendwo. Also nicht hier bei dem Berg, da nicht. Aber hier zum Beispiel. Hier dürfte gut sein. Schaut mal. Wenn ich mich hier aufstelle, kann ich gut schießen. Glaube ich. Na, das ist hier jetzt halt so Dünen. Ich könnte mich auch hier aufstellen. Aber wenn ich mich hier aufstelle... Schwierig. Also das ist halt das, wo ich echt üben muss. Wo stelle ich meine Rattlings auf? Weil die halt echt einen sehr niedrigen Feuerwinkel haben. Wisst ihr? Ich glaube, hier könnte gut sein. Aber ich weiß es nicht. Es ist halt, ich bräuchte halt eine freie Fläche mit so einer kleinen Erhebung. Nur eine klitzekleine Erhebung. Weil hier jetzt diese blöden Dünen überall, da komme ich nicht so weit. Wisst ihr? Weil hier jetzt eine Düne, da hat es eine Düne. Boah, wo stelle ich die Rattlings auf? Weil hier ist halt schon wieder eine Düne. Ist zwar klar, da kommt was runter, aber schaut mal die Reichweite an. Was ich da an Reichweite verschwende, das lohnt sich nicht. Also das ist nicht so gut. Jetzt ein Berg. Da ist auch wieder ein Berg. Aber ich könnte vielleicht...
Ja, schwierig, schwierig zu sagen. Weil die müssen feuern, das ist ganz wichtig, die müssen feuern. Aber ich glaube, hier so auf diesem kleinen Berg ist gar nicht schlecht. Na? Stellen wir sie hier auf, würde ich jetzt mal sagen. So. So ungefähr. So, die brauchen auch ein freies Schussfeld. Haben die das da? Eher nicht so. Eher hier. Würde ich mal vermuten. So. Katapulte, die kommen natürlich nach hinten, das ist klar. So. Und die Kanonen, die sind auch wichtig. Die würde ich so jetzt hier hinstellen. Dann müssten sie auch gut feuern können. Obwohl hier dieser... Na, da ist der Berg im Weg. Okay. Vielleicht doch lieber hier so. Könnte besser sein, aber... Deswegen sind die Kanonen sind halt sacklangsam. Wenn ich die hier hinstelle, sind sie weg von den Rattling-Kanonen. Das steht da. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vielleicht doch lieber hier rüber. Wisst ihr? Hallo? Da ist halt auch alles im Weg, ne? Ich glaube, die Kanonen müssen doch eher hier stehen. Ja, okay. Ja gut, die Rattling Guns. Dann müssen die dahin. Es gibt nicht anders. Ist halt schon... Da ist halt wieder hier so ein Dingens im Weg, ne? Dann schiebe ich die eher weiter nach vorne. Gefällt mir alles nicht. Wir müssen eh nach vorne. So, die Sails. Würde ich jetzt mal hier so hin tun. Weil da haben sie von zwei Seiten die Möglichkeit zu feuern. Die Rattling Guns machen wir so ein bisschen versetzt. Ja. So. Der irgendwo hin, der beschwört Leute. Der irgendwo hin. Der kommt hier hin. Die Katapulte kommen dahinter hin. So. Genau. Zack. Okay. So, und da beschwöre ich dann Stuff hin. Das heißt, die können dann feuern. Die können auch feuern. Die feuern erstmal auf den Quartel. Der ist nämlich gefährlicher. Der fliegt. Die Chassails greifen erstmal die beiden an. Obwohl, nee, auch den Quartel. Weil die, wenn in die Nähe kommen, werden von den Rattling-Kanonen einfach kaputt gemacht. Ja, ich werde versuchen, vorne mit irgendwelchen Ratten rumzuhampeln, die so ein bisschen aufzuhalten. Genau. Sind die schon auf Carnosauriern? Einer ja, einer nicht. Oder halt Kampfechse. Okay. Und den da, den müssen wir auch schnell töten. Den Priester. Das wird jetzt sehr, sehr lustig. Okay. So. Erstmal den Quartel töten. Genau. Ihr könnt schon feuern. Dann feuert auf den Quartel. Schön daneben. Sehr schön. So.
Genau. Na kommt, das schafft's, oder? So. Katapulte feuern auf Stuff. Wieso feuert ihr nicht mehr? Jetzt feuern sie wieder. So, jetzt Rattling Guns. Ja, so will ich das sehen. Genau, genau. Genau so. Schönes Hellfire. So. Die zurückziehen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich muss ihn unbedingt aufhalten. Die Boosten hätte ich schon viel früher machen müssen. So, wo ist der Magier? Sehe ich nicht, dann greift jetzt da. Wo ist der blöde Magier, ey? Hier haben wir ein Problem. Ja, ja, ich würde gern. Stress pur ist das hier, ich sag's euch. Ihr seid in die Waffenteams reingekommen, ne? Das ist ein Problem. Ich sehe den Magier nicht, das nervt auch extrem. Ah, Scheibenkleister, Mann. Gar keine Übersicht. Komplett die Übersicht verloren. Oh boy. Hallo, ich würde hier gern irgendwas machen. Das haben wir auch komplett vergessen. Es ist so viel zu tun, Mann. Das ist schon krass. Ich meine, ich gewinne es wahrscheinlich, aber unter großen Verlusten für meine Waffenteams. Na gut. Ist fast am Sterben. Wo hockt der? Irgendwo? Weiß wieder keiner wo. Oh boy. Also es wäre sehr messy. Wisst ihr, was ich mal mache? Ich würde mir die gerne anschauen. Einfach damit ich mal gucken kann, was so lief, weil ich habe keinen Plan, was passiert ist, warum oder weshalb. Ich habe den Magier plötzlich nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, was mit dem Koatl passiert. Ich hab keinen Überblick über gar nichts gehabt. Und auf einmal war da immer ein Gesicht und boah. Wahrscheinlich stand ich auch viel zu eng. Ich muss, glaube ich, breitflächiger mich aufstellen. Das ist sehr wichtig. Ja. Victory!
rat notice me. Release slaves, poor batch. Okay. Gut, also ich habe ihn jetzt zwar einmal gecrushed. Lyberas ist nicht tot. Nee. Clan victorious, thanks to me. Okay. Rakatita. Ja, muss ich abhauen. So. Könnte sein, dass ich die Armee jetzt wieder verliere. Wenn ich Pech habe. Untrusted worm. Poison after. Wäre natürlich extremst bescheiden. Muss man mal gucken. Muss man mal schauen. So. Yes, yes. Immer mauern, mauern. So. Die haben wir noch nicht bewegt, okay. Gehen wir da mal ran. Plündern. Nahrung habe ich gerade noch nicht genug, um da was zu machen. Deswegen. Ja, ja. Okay. So. Machen wir mal das so. Okay. Obwohl. Das gibt Geld. Geld ist auch wichtig. Ja, jetzt wird's sehr spannend. Trust him for now. War halt wieder dumm von mir, ne? Ich mache einfach lauter dumme Entscheidungen. Should kill when get chance. Das ist auch, warum das dumm war. Ich kann es auch sagen, weil der wird angreifen, wenn ich Pech habe, greift der. Ja, der. Schaut mal, wie der sich. Ja gut, aber der Armee ist jetzt immer gefährlich. Ja, ja, also das kann ich wahrscheinlich noch bezwingen. Aber. Naja. So, Quiek sollte eigentlich schon längst einen Heiltrank bekommen haben. Gibt's nicht mehr. Es gibt den Widerstandstrank, aber der hält nicht viel. Ja, whatever. Na gut. I only deal battle. Okay, müssen wir mal gucken. Alles nicht so einfach. War halt dumm, diese Schlacht zu schlagen. Weil halt noch eine andere Armee daneben stand. Ich dachte halt, ich komme besser zurecht. Ich meine, ich habe gewonnen, aber es war teuer. Und es muss besser gehen. So, der sammelt sich da drin. Ist in Ordnung. Lyberas macht mir halt Sorgen. Tic-Tac-Toe kommt. Und ist tot. Tschüss. Das war free. Jetzt kriege ich doch hier wieder Bewegungsreichweite. Das ist so stark. Also plus 20% Bewegungsreichweite. So, jetzt kommt Lyberas. Oh oh. Hoffentlich kann ich mich zurückziehen. Ja, die greifen an. So, ich kann mich nochmal zurückziehen. Next time. Lauf, 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 lauf. Oh, der läuft weit. Okay, ja gut. Stopp, stopp, stopp. Boah. Das ist jetzt ganz beschissen. Kann man anders nicht sagen? Das ist ganz schlecht. Okay, wieder einen Fehler gemacht. Wieder wirft es mich 10 Runden zurück. Weil, klar, ich kann Quiek, ja, darum muss ich mich halt kümmern, klar. Boah, wie das nervt. Ja, hört's mal auf. So. Weil Quiek ist verletzt. Und obwohl er gut gelaufen ist, bekommt er jetzt. Was war das? Tunnel? Ausgegraben. Also. Ja, er wird nicht replenished.
Das ist natürlich bescheiden. Und ich kann hier natürlich hingehen. Ja gut. Selbst wenn er da angreift, wird er das wahrscheinlich nicht knacken können. Aus dem ganz einfachen Grund heraus, weil nämlich... ich habe hier noch Rattling Guns. Ein paar. Die sind nicht super stark, aber ich kann die Mauern halten, so lange wie es ist. Wenn er rüberkommt, dann muss er in die Rattling Guns reinlaufen, in die Chassails und in die Kanonen. Das schafft er nicht. Und außerdem, selbst wenn er hier jetzt mit beiden angreift, kann ich große Armeen ausstellen. Dann ist er richtig am Arsch. Also das ist eigentlich free. So. Mit welchem will ich jetzt zurückgehen? Der da geht zurück. So. Der läuft zurück. Um da zu deffen. Der geht hier hin. Noch ein Plünder. Das war jetzt seltsam. So. Gut. Will ich das? Keine Ahnung. Also Mauern brauche ich auf jeden Fall. Nahrung brauche ich auf jeden Fall. Ich glaube, das weiß ich ab. Da baue ich was anderes stattdessen hin. Gut. Ja. Stinks like a grace. So. Der da bekommt noch Erfahrung. Okay. Da ist schon viel voll. Kann man aber auch noch hochbumsen. So. Was haben wir hier noch? Das ist wichtig. Ja, das ist schon wichtig. Okay. Gut. Ja, du läufst dahin. So nah wie du kannst. So. Die Siedlungsgarnison darf sterben. Zumindest ein Teil davon. Das ist schon in Ordnung. Okay. Dann steht der da drin. Das ist auch wieder gut. Ich kann jetzt dann gleich mal gucken, ob ich nicht doch noch irgendwas bauen kann. Ausbilden. Das werde ich gleich mal gucken. Einfach mal schauen, ob der nicht doch nächste Runde vielleicht schon irgendwas anderes bekommen kann. Unwahrscheinlich, aber man kann sich mal umschauen. Was, glaube ich, noch nicht geht, ist... Ja, das geht noch nicht. Häuptlinge könnte ich wieder machen, will ich jetzt aber gerade gar nicht. Okay. Ja, gut. Okay. Es bleibt spannend. Ich bin sehr gespannt, ob sie jetzt angreifen. Krocker. Ja, aber wenn der wieder mit seiner Bumsarmee kommt, ist egal. Das ist tatsächlich ziemlich egal. So. Dass ich da damit ausgelockt werde, ist auch komisch. Ja, also er kommt ran. Ist aber egal. Das ist tatsächlich egal. Weil... Er kann, warte mal, wenn das belagert, bekomme ich ja kein Replenishment, ne? Okay, okay. Das ist doof. Aber die Armee kann auch... nee. Kann die rüber? Ich glaube nicht. Schwierig. Okay. Time to eat leaders. Ja, genau. Esst eure Vorgesetzten. Okay. Moment, ich wollte ja gucken, ob ich was ausbilden könnte. Sturmratten, das wäre wichtig. Okay, die würde ich gern haben. Aber jetzt gerade nicht, kein Geld.
Just Sales dauert noch. Die Waffenteams hier dauern noch. Und Kanonen dauern auch noch. Sehr lang sogar. Nur noch 2 von 2. War auch schon mal besser. Ja gut, die Waffenteams sind voll. Ich könnte natürlich das hier auf Stufe 3 bauen, wisst ihr? Dann kriege ich zumindest 2 Waffenteam-Dinger mehr. Und ich glaube, das mache ich auch, weil ansonsten gibt es immer nur die Sturmratten. Da brauche ich jetzt nicht so viel. Ich baue jetzt mal hier und ein bisschen mehr Nahrung. So. Gut, der ist noch weit weg. Der ist noch weg. Das bedeutet... Ja, der ist solo. Okay, wir haben die Katapulte. Wie schaut denn die Schlacht aus? Weil das ist jetzt nur eine Armee. Wisst ihr? Und ich könnte die Siedlungsgarnison wegschmeißen, aber... Not my fault. Ah, schwierig. Weil das der... Ja gut, der... Okay. Ja, das ist egal. Das kann... Das kann der sogar alleine verteidigen. Okay, gehen wir mit dem erstmal rüber. Beziehungsweise wir gehen hier hin auf... Ja, nee, kann nicht. Okay, gut, das ist Tretch. Das ist der andere. Der könnte mal weitergehen. So. Plündern. Weil hier sehe ich gerade keine Armeen, das passt. Hier kommt nichts hin. Ja. Der ist da. Ja, nee, das ist mir zu nah. Wir gehen nach Ulthorn. So. Das ist doof. Könnte ich aber sein lassen erstmal. Ja. Ja. Doch. Wenn ich Karakzorn nächste Runde einnehme, dann können sie da rebellieren und kommt die Rebellion bei der Armee raus. Das ist besser. Gut. Was mache ich jetzt hiermit? Weil... Ich gewinne, aber ich würde auch einiges hier verlieren, wenn ich das so mache. Ja. Okay. Das sollte ich aber crushen. Wenn ich die Möglichkeit schon mal habe. Er hat Todesgeier, die sterben weg. Er hat Nekropolenritter. Ja. Und einen Streitwagen. Der Rest ist alles free. Kalida ist nervig, aber... Leute, das geht. Das ist machbar. Das ist gut machbar, vor allem mit der Verstärkung der Siedlungsarmee. Ich muss nur mich anständig aufstellen. Wahrscheinlich hier hinten oder so. Je nachdem, wo meine Verstärkung rauskommt. Weil ich habe, die Katapulte sind super. Ich habe noch die Warblitzkanonen gegen seine Reiter und die gegen die Geier habe ich noch die Jessails. Da ist zumindest eine Jessail-Truppe ist stark. Ne? Das geht schon. Und ja. Wahrscheinlich sollte ich das sogar schaffen können. Ohne. So, das heißt, die kommen nach hinten. Weil die sind verletzt. So, die kommen weg. Die auch. So. Der Rest bleibt. Der muss natürlich bleiben. So. Okay. Wir haben die da. Wir haben die hier. Wie gesagt, ein bisschen verteilen. Wir haben die Jessails. Wo sind denn die guten? Da sind noch welche. Ja, ja. So. Moment. Das tauschen wir. So. Okay. Dann haben wir hier noch die Kanonen, die hoffentlich so schießen können. Ja, das geht. Und wir haben die Katapulte.
So, Ushab, die werden natürlich irgendwann kommen, aber das ist so. So, hier geht's nach hinten. Hier geht's ganz an den Rand. So. So, die muss ich mir aufheben. So. Okay, die Gisales. Ja, greift's da mal an, genau. Greift's da mal an. So. Die Katapulte. Dort, 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 dort. So. Ist das jetzt Clanwappen? Okay. Katapult. Einfach hinstellen. So. Gisales. Dort angreifen. Katapulte, Dings dort angreifen. So. Dann. Clanwappen und Hornrad. Die können nach vorne. Der auch. Da drauf gehen. So, die sind ja herbeigeschworen, beschworen worden. Das heißt, ihr rennt nach vorne. So. Genau, die Katapulte von ihm greifen jetzt da an. So, der ist tot, das ist sehr gut. Was haben wir noch als High Target? Wissen wir nicht. Dann können sie böllern, wie sie lustig sind. So. Ihr macht hier bitte die Katapulte kaputt. Ich sehe noch keine Ushabti. Ist schon gar nicht so schlecht. Wollen sich nicht kaputt machen lassen. So, noch keine Ushabti. Hat sich die Bombe da fast nicht. Geht auch gar nicht. Okay. So, jetzt kommt die Ushabti. Ist aber okay. Würde ich mal vermuten. Wollt ihr da mal angreifen? Wollt ihr nicht? Okay. Krieg sollte nicht sterben. Die natürlich auch nicht. Pass. Hört mal auf. Sonst tötet ihr noch unsere eigenen Leute. So. Jo, die Katapulte. Wo ist mein Warblock-Techniker? Kann die Reichweite boosten? Ich glaube, ich habe das ganz gut gelöst hier. Die Schlacht. Müsste. Genau. So. Und boom. Genau. Okay. Ich glaube, es passt. Weil das ist sehr wichtig. Es ist sogar extremst wichtig. So, weil jetzt ist Krieg
frei. Und ich würde tatsächlich sagen, dass ich Krieg irgendwo anders hinstelle, damit der replenischen kann. Das ist klar, ich habe jetzt hier gut gekämpft, er hat nur 81 Truppen verloren. Und Krokas Armee ist jetzt nicht so gefährlich mit nur Saurus und Tempelwächtern. Das geht schon. Trotzdem. Clan Victorious. Ja, wir nehmen Replenishment. So. Okay. Dann bauen wir die Glocke. So. Weil das können sie angreifen. Das hat 100% Mauerstärke, das ist egal. Aber der müsste irgendwo hin. Vielleicht nach Lamia. Beziehungsweise. Keep Gracious Scum away. Scum by Scuddy. So ungefähr. Einfach damit er safe steht. Weil das hier ist egal. Das hier ist sicher. Da werden sie nicht sofort angreifen können. Also könnten sie mit einem Katapult, ist egal. Der kann es nicht. Dem ist das voll egal. Whatever. So. Should kill when getting a chance. Ja, ja. Should kill when getting a chance. Okay. Aufseher braucht man nicht. Warp-Rüstung ist. Wow, da wird ja richtig tanky dann. Hm. Okay. Magische Angriff. Ja, hat der aber schon. Mobilität steigern. So. Gut, Geld ist immer noch knapp, wird aber irgendwann. Na, wenn ich wieder mehr plündere und so, dann wird das schon. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Krokar geht nach Lamia. Ah ja. Das ist gut für mich. Kann ich crushen, genau wie das andere. Das heißt, ich kann beide Armeen crushen. Müsste problemlos machbar sein. So. Okay. Ja, genau, die werden belagert. Clan Ashen ist tot, das war mir auch klar, dass die das nicht schaffen. Dass Clan Vulkan noch lebt. Das ist so eine Bumstruppe an Clan. Aber die macht's halt irgendwie, ne? So, Mung. Vollkommen egal. Mungpitz. Trollolol. Plündern. Ah, ärgerlich. Clan Ashen. Später. Kann ich gerade nicht machen. Weil ich habe gerade einfach kein Geld. Unterstadt fertig. Das ist gut. Kann ich gerade noch nichts machen. So, hier können wir angreifen. Das ist leider nichts wert, aber wir greifen es trotzdem an. Dann plündern wir wieder. So. Ja. Weil das will ich erst auf Stufe 4 hochbringen. So. Wieder plündern. Gut. Dann werden wir da drüben geplündert. Das ist extremst ärgerlich. Oh, das ist eine gefährliche Truppe. Gut, dann legen wir mal einen Hinterhalt. Ja, der nimmt mal 1000 noch was Geld weg. Ne? Ich find's halt krass, der kommt einfach her, bumm, Plünderlager und das war's. Aber okay. Wenn ich mich selbst plündere, wird's noch schlimmer. Gut, dann lassen wir's. So, Lamia wird überfallen. Ist noch nicht auf voller Stärke. Okay. Not my fault! Okay. So, ich könnte Marak verteidigen. Ich glaube aber, dass Marak sich selbst verteidigen kann. Beziehungsweise, ich könnte. Ich könnte hier hinlaufen. Reicht noch nicht. Get out of my way! Das reicht noch nicht. Dann geh noch ein bisschen näher. Reicht's jetzt? Ja. Sehr gut. Tschüss.
Weg. Kaputt. Tschüss. Okay. Und dann können wir... Na, da kommen wir jetzt nicht ganz hin. Aber... Dreckigster Krieg. Ich kann natürlich vorsmarschen. Entweder die Belagerung wird aufgehoben. Oder... Ich crush ihn. So, Belagerung wird aufgehoben. So. Das heißt, da haben wir schon mal keinen Stress. Oh, perfekt. Ich habe sogar noch genug für den Hinterhalt. Ja, geil. Wie gut sind die Chancen? 88%. Passt. Das passt. Wolfsratten, Ratten, Dacklich, Ratten, Ogre. Zwei Ratten, Ogre. Höllenfeuer, Höllenge... Oh, das ist stark. Die ist halt stark. Ja. Okay. Brauche ich gerade aber nicht. Ich meine, irgendwann ja. Irgendwann brauche ich das, weil ich habe noch den... Moment mal. Das kann man auch machen. Ich habe noch den... Den hier. Skorz. Den werde ich irgendwann brauchen, weil der wird mit Rattenogern und so weiter spielen. Meutenbändiger 2, okay. Helpit Abomination. 3 Stück darf ich dann haben. Wow. Bruthorror. Mutantenrattenoger. Aha. Letzter Hieb Regeneration, ja, gut. Ja, gut, dann bauen wir es auch schon so. Das Geld habe ich ja. Stinks like a grace. Too weak to betray. Das werde ich auch irgendwann brauchen. So. Also hier wird geplündert und angegriffen. Hier mache ich noch Nahrung. Ja, ja, ist aber wichtig. Oh ne, oh ne. Ja, solange ich im Negativen mit der Nahrung bin. Und ich falle gleich wieder ins Negative mit der Nahrung. Kann ich da nichts machen? Das geht nicht. Geht einfach nicht, ne? Ja. Na gut. Schauen wir uns an, was passiert. Der fährt noch da vorbei. Weil das sind Ulthuan. Magritta wäre natürlich auch gut zu haben, aber muss man mal schauen. Ja, ist alles nicht so. So, Tain. Aha. Lol. Okay. Da ist nur ein Held hingekommen. Easy. Das war klar. Ich rödel hier halt rum, ne? Ich bin links, rechts, oben, unten, wie auch immer. Das ist nicht so geil. Lässt sich aber gerade nicht anders ändern. Todesrad rekrutieren. Boah, nee, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Wäre natürlich wieder eine gute Mission. Aber, ja, komm, komm, komm. Nice. Tschüss. To battle, I come after. So. Mutig. Ich weiß nicht, wie mutig es ist, aus dem Hinterhalt dauernd Leute wegzuböllern, aber dass Tretsch-Feigschwanz auch den Trait mutig bekommt, ist auch witzig. So. Irgendwo haben wir eine neue Stadt bekommen gehabt. Ich weiß noch nicht wo. Aber irgendwo war das. Jetzt muss ich mal suchen. Wo? Okay, ich würde hier jetzt einfach mal ein Nahrungsgebäude bauen. War das vielleicht da unten? Könnte natürlich auch sein, ne? Ah ja. Gut. Okay, ja, ne, passt. Belassen wir es dabei. Untrusted Worm. Poison after. So, Quick. Du... Kannst du wieder laufen? Belagerung. Aufheben.
Der wird wieder herkommen, nämlich hier hin. Dann rennen wir da wieder hin. Wir müssen jetzt halt so lange hier kämpfen, bis der ganze Bums weg ist. Ne? Ist einfach so. Nie superior. So. Racketeer. Kill Novas. So. Lyberas ist schon wieder ganz viel wert. Rasetra ist ultra viel wert. Das will ich alles noch plündern und einnehmen, aber das dauert gerade einfach. 23.000, da liegt Geld. Da liegt so viel Geld. Okay, so, ich habe jetzt die Nahrung. Das Geld nicht. Aber ich habe die Nahrung, deswegen... Ja. Ja. Das holen wir uns jetzt. So. Und das erste, was wir bauen. Ist das ruiniert oder ist das beschädigt? Okay, dann repariert sich über Zeit selbst. So, wir brauchen Geld. Wir brauchen ganz viel Geld. Gibt es denn Leute, die mich irgendwie gern haben? Nein. The Queen of Tides! I'm a pirate. Ja, Glückwunsch. I am a pirate. Let you come to the Lich King. Gut, da mag mich keiner wirklich, um Geld anzupumpen. So. Gut. Und... Schwupp. So. Ja. Tretsch nicht bewegt. Wie viel Geld liegt hier? 1400. Dann holen wir uns das doch mal. Ich sehe keine feindlichen Armeen. Numas ist auch nicht so viel wert. So. Und? Plündern? Yeah, ich kann noch plündern. Gut, gibt Geld, gibt Nahrung. Das ist sehr schön. So, der macht hier 5000. Wenn ich das mit Quieg, also 5,5 glaube ich so, als wenn ich hier mit Quieg rangehen würde, 6000. Das ist halt natürlich nach unten hin schon ein Unterschied. Schaut mal, hier sind es 23,697. Mit dem sind es 2000 weniger. Und mit dem? Okay. Interessant. Du kriegst den Knochenreißer. Yep. Auch wenn die wieder teuer sind, die Mounts, aber egal. Das da vielleicht noch? Weil flinke Füße, ja. Ja, nee, mach. Mach das da. Das sind halt Kämpfer, ne? Nose, I dominate. Sind einfach Kämpfer. Untrusted worm. Poison after. Erlass verfügbar. Richtig. Nahrung. Go. So. Mauern. Das bauen wir auf jeden Fall noch. Das wahrscheinlich nochmal. Also die beiden Gebäude. Warte mal, ich muss mal planen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann bin ich durch. Okay. Gut. Dann bin ich durch. Weil ich brauche mehr Waffenteams, ich brauche mehr andere Teams. Ich finde es halt heftig. Ich muss sagen, ich bin von mir überrascht, dass ich diese Kampagne so jetzt noch retten konnte. Ist noch nicht gewonnen, bin ich weit weg von. Aber schaut, ich bin insgesamt aus dem ganzen Chaos, aus der ganzen Bedrulle, wenn man so möchte, aus diesem ganzen... besser hervorgegangen, als ich vorher da stand. Insgesamt, was die Armeen angeht. Die Gebäude nicht so ganz. Ne? Die Städte, die brauchen noch ein bisschen, bis sie wieder... Aber ja, doch schon. Ich finde es halt schade, dass Skaven kein Tier 5 Mauern haben. Weil Skaven... Settlements, die sind nicht schlecht, aber sobald was fliegen kann, bist halt am Arsch. So, König Ketchkopf. Gut. Ich hätte schon Lust, Numas anzurufen. Interessanterweise ist in Katar auch eine Unterstadt. Da könnte ich mal gucken.
So. Jetzt kommen wir hier an. Schrein des Lorek. Das ist eine kleine Siedlung. Tor Yvres könnte sehr wertvoll sein. Jetzt schauen wir mal. So, Quick. Da oben ist gerade nichts. Das heißt, du könntest nach Lybaras und das mal ausrauben. Einfach nur Geld machen jetzt, ne? Grimgorgs harte Horde ist tot. Big O. So, Ekrund. Das ist gut, Ekrund. Should kill when get a chance. Okay. Ekrund. Wo ist das? Weihe. Gib. Okay. Ist erstmal in Ordnung. Ich muss natürlich auch gucken. Schaut's mal. Ah ne, Dingokratz fehlt auch noch. Ja. Uff. Dingokratz. Muss ich mir merken. Fehlt noch komplett. Valyssas Leid. Ist das fertig? Sieht fertig aus. Es gibt noch Morgheim. Aber nee, das ist von der Krummzahnfeste. Das heißt, dieses Gebäude kann jetzt weg. Sehr schön. Da muss ich nämlich auch immer wieder mal gucken, ob ich diese Gebäude noch benötige. Aber schaut mal, was ich hier noch alles bauen kann. Und ich mache einfach kein Geld. Das ist natürlich das Traurigste. Ich mache kein Geld. So, wir plündern natürlich ein bisschen weiter. Ne? Einfach weiter. Second. Gibt Geld, gibt Ausrauben, gibt sowas hier, wo man dann mehr Geld bekommt. Man kann noch ein bisschen mehr rauben, mehr plündern und. So. Genau. Da war ja eine Armee auf dem Weg. Da muss ich aufpassen. Ich habe halt gerade kein Geld. Das ist so das große Problem. Ich brauche Kohle. Das ist ein kleines Problem. Tschüss. Ja, Nahrung passt aktuell wieder. Ich bin wieder bei plus minus 0, 50%. Das ist in Ordnung. So. Jetzt gehen wir dahin. Kann ich dorthin? Kann ich? Nein. Jetzt gibt's Geld. Jetzt gibt's ein bisschen Geld. Schön. Sehr schön. Gut. Ja, also. Rikrok. Ich muss halt wirklich mal gucken, wie ich diese Armeen mache. Der hat die Warpstone Slice Blade. Ist auch nicht schlecht. Jo. Aber. Schaut mal, was hier alles wartet, Mann. Nee, Moment. So. So, was haben wir hier noch? Exemplar. Ja, wieso nicht? Kann ich schaden. So, das ist Tretch, Fight schon. Der hat halt, das Leben ist billig. Die Verlustverstärkungsrate ist wichtig. Aber was willst du mit Skaven-Sklaven? Also die sind halt nicht gut. So, ne? Also ich weiß nicht, wie eine Tretch-Feigschwanz-Armee am Ende ausschauen sollte, weil... Ich glaube halt... Ja, egal. Müsste ich mal googeln. Stinks like a grace. Weil da habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung. Okay, ich würde mal den fertig machen. Dann geben wir ihm hier noch ein bisschen was. Und dann kriegt er noch ein bisschen Geschwindigkeit und Gutes. So, fertig. Too weak to betray. So. Schadet auch nicht. Forschung verfügbar. Das ist schön. Wo forschen wir weiter? Hm.
das wird irgendwann gut, aber das geht noch nicht. Dann gehen wir jetzt hier drauf. Also Nahrung ist ja minus 6, aber das wird schon noch. Geht gar nicht. Nee. Weil, ja, Nahrung. Aber ich mache ja noch Stuff. Ne? Hier zum Beispiel habe ich jetzt 4 Nahrung plus. Ich verbrauche aber nur 3. So, das ist gut. Ne? Das passt. Und das müsste ich halt überall hinkriegen. So ungefähr. Hier zum Beispiel. Mache ich auch Nahrung plus. Und irgendwann geht dieses Gebäude ja weg und dann kommt ein anderes hin. Hier dieses oder so. Mal schauen. Okay. So. Haben wir jetzt noch irgendwen, der laufen kann? Nope, 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 nope. Okay. Also da unten zu plündern gibt richtig Geld. Ich würde gerne mal nach Tretch. Tretch. Army. Warhammer. So. Siedlung belagert, das war klar. Tretch Army Composition von 2018. So. Genau, Replenishment. Das ist halt wichtig. So, deswegen hat man dieses Life is Dingens, genau. So. Okay. Ja, Standardarmee. Okay. Gut. Red Breeder. Ja. Der ist wichtig. Weil. So, wer hat den bekommen? Das finde ich halt immer doof. Dass niemand nirgends dran steht, wer den bekommt. Aber der ist gut. Der ist wirklich gut. Ja, das können wir noch machen. So. Warlock-Techniker. Für den gibt es nichts Nützliches. Ne? Nimm die Giftattacken. Rettungszone. So, eine Rüstung. Okay. Untergangstechnikus, der braucht nichts. Ja, wer kann das jetzt nehmen? Hier, der da. Okay. Na gut. Alright, so. Lamia wird wieder angegriffen. Das haben wir noch nicht eingenommen, richtig. Erst Krokgars Armee crushen. Hallo. Er haut wieder ab. Mein. Nur Trophies, yes, yes, genau. Okay, so, der hat das fertig. Ich brauche halt seinen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Der Zauber, der könnte wirklich gut sein, der Warpsturm.
Kann sich nicht bewegen, Geschossresistenz. Das tut halt weh. Der Rest, ja, der bufft, die bufft ein bisschen. Der Rest hier ist ziemlich schwach. Die Rüstung wegballern ist nicht schlecht, aber nee. Gibt's Besseres, habe ich was anderes für. So. Der bewegt sich auch nicht. Der bleibt da erstmal stehen. Okay. Genau. Was da? Dann. Weiter plündern. Was anderes kann der gerade hier nicht machen. Ja. Plündert halt und plündert und plündert. Plündert und plündert. Trust him for now. Okay. Gut. Ja, Numa soll ich auch gern angreifen. Vielleicht mache ich das demnächst auch. Kasabar ist halt wieder wertvoll. Ich habe halt gerade ein paar Probleme mit. Nahrung. Mit Geld. Mit Geld. Ich will halt. Ja, das wird so riskant. Die Armee ist nicht schlecht. Aber ist sie gut genug, um irgendeine Tomb King-Armee weghauen zu können? Ich glaub's halt nicht. Ich hab Katapulte, ich hab Warblitzkanonen und Giselles. Das ist nicht schlecht, aber es fehlt halt noch einiges. Na, wenn wir mal gucken. Mir fehlen natürlich Sturmratten. Da bräuchte ich noch einige. So. Und dann. Giselles sind hier fertig. Okay. Rattling-Kanonen brauche ich noch. Mehr Waffenteam-Dinger. Viel mehr. 4 Stück wieder. Weil 2 ist zu wenig. Du willst schon 4 Stück haben. So. Ja, und die sind halt ganz wichtig. Ne? Die fehlen halt komplett. Die fehlen einfach komplett. So. Und der Warpsturm. Moment, das ist der andere. Der muss erst noch. Das hier. Ja, der muss sich nicht bewegen. Der bleibt da plündern stehen. Lamia. Ja, das ist egal. Ist es egal? Soll ich es lassen? Ach, scheiß auf die 1000 Gold. Obwohl. Ja, nee, lass es. Ah, ja, richtig. Ah, irgendwas vergisst man immer. Lothan. Aber ich hätte das Geld wahrscheinlich eh nicht gehabt. Nee, doof. So, jetzt wird hier rebelliert. Ah, es wird rebelliert, bevor die Runde zu Ende. Okay, okay. So, Krokka, was machst du? Nix. Ja, da stehst du doof. Da steht er echt doof. The enemy rushing them works. Okay. Er hat jetzt mit 2 Armeen dort angegriffen. Das heißt, wir ziehen uns zurück. Back into tunnels! Weiter. Bis nach Charakteren, bitte. So. Okay. Hier sind eine Menge Armeen. Aber das ist okay. Ich werde geplündert. Okay.
später. Ja, einfach weg. Moment, ist das was wert? Oh ja. Errichte ein Labor. Bams. Kein Geld. Würde hier aber gut Geld bringen, ne? Ja. Im Dienst, ja. Okay. Gut. So. Hier ist jetzt die Frage, schaffe ich das? Und ich würde halt sagen, ja. Also, der hat halt... Er hat Reiter. Und Streitwägen. Ushab, die sind auch nicht langsam. Okay, weißt du was? Sicher ist sicher. So ist besser. Gut, bauen wir mal eine Glocke. Dann machen wir mal das. Nahrung schaut gut aus. Das heißt, wir machen jetzt hier eher sowas. Oder machen wir... Ja. Ja. Okay. Der hier ist noch schwächer. Aber das ist super schwach. Und ich habe hier 4 Katapulte. Das ist eigentlich gut machbar. Vor allem, weil sein Kram müde ist. To battle, I come after. We take, we go. Na, das war schon gut machbar. Kleine Armee vernichtet. So, ich würde gerne Richtung Numas. Schauen wir mal. Vielleicht komme ich da ja hin. Ich muss halt immer noch die Tiefenreiche bauen und machen, aber da komme ich gerade einfach schlecht hin. So, den töten. Tschüss, ihr blöden Vampire. Ja, und Geld. So, dann Krokar endlich töten. Der nervt schon ewig darum. So, tschüss. Also, wenn man es richtig macht, würde ich gar nichts verlieren. Auch interessant. Alter, wie der Geld scheffelt, wenn er kämpft. Das ist ja abartig. Okay. Ich würde bis dahin kommen. Dann machen wir das mal. So. Unbedingt Mauern bauen. Und auch da unten unbedingt Mauern bauen. Das ist das Wichtigste erstmal. So, und jetzt kann ich hier die Tiefenreiche mal ein bisschen erweitern. Hier, Dingokratz zum Beispiel. Nahrung. Geld. So. Okay. ja. Hexer gehen immer noch nicht. Warlock-Techniker. Die gehen. Das ist gut. Pass mal auf. Hier haben wir einen. Das passt. Hier fehlt nur noch ein... solchen Mönch. Ein Häuptling kann man behalten, das schadet nie. Hier habe ich schon einen Häuptling. Da fehlt aber noch ein Warblock-Techniker. Das heißt, dass ich hier jetzt einen baue. Diszipliniert ist sehr stark. Stratege gefällt mir aber viel besser. Also plus, ja, aber du brauchst halt... Ja, Stratege ist besser. Ist für mich einfach besser. Rikrok. So. Da kann eine Clanratte weg. Und tschüss. Hornet One watches me. So. Und der geht dann dahin. Mobilität steigern. Auch nicht schlecht. Gut, das passt. Nose, I dominate. Auch nicht schlecht. So. Also Tretch hieß Standardarmee. Das heißt, der bekommt solchen Katapulte und irgendwann auch noch hier diesen ganzen Bums. Ist einfach so. Untrusted one. Poison after. So.
Bisher hat mich die Verdammnisrakete nie wirklich überzeugt, aber naja. Okay. So, dann ist das ganze Geld schon wieder weg. Wir rennen jetzt dann demnächst aber mal runter nach Rasetra. Lichtung, schlag mich tot, machen da was. Natürlich wäre es gut, wenn ich... I am the High King. Der ist halt so stark. Okay. Das Gebäude kann ich gerade nicht abreißen. Ich würde gern... Moment. Ja doch, ich könnte. Weg damit. Weil ich habe einen Warblock-Techniker schon ausgebildet. Wenn es jetzt ins Minus geht von den Grenzen, also von den Caps, passt das schon. Ich muss da echt mal gucken, dass ich meine Tiefenreiche verbessere. Die sind aktuell, mache ich da zu wenig. Es geht zu wenig voran. Ich müsste wirklich mal, wenn ich unten dieses Gebäude, die Stadt plündere. Ja, komm nur her. Dann müsste ich mal die ganzen Tiefenreiche ausbauen, verbessern und so weiter. Das wäre schon wichtig. Dass mir Karak 8 Gipfel... Doch, könnten wir. Da ist Tiefenreich vorhanden. Ja, gut, 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 gut. Ja, spielt's defensiv runter. Doof. Sehr doof. Aber okay. Ich kann ja gucken, ob ich wieder plündern kann. Ich meine, jetzt ist er weggelaufen. Mit etwas Glück. Weil noch kann ich nicht die Armeen verbessern, wie ich es gern hätte. Das geht noch nicht. So. Geld. Nahrung. Geld. So, Tunnel bauen wir irgendwann. Vielleicht schon bald. Vielleicht schon bald. Weil hier Numas ist nichts. Und Numas kann ich... Bestimmt, ja. Hallo? Hier. Da ist nichts. Das ist Craven. Ausrauben. Tschüss. So. Dann wieder schön plündern. So. Gibt gut Geld. Dann können wir da gleich den Tunnel bauen. Werde ich auch machen. Stinks like a girl. Das heißt. Hallo. Genau, gleich den Tunnel bauen. So. Hier sollte ich auch mal einen Tunnel bauen. Ich weiß, dass die Tunnel gerade nicht viel Geld machen. Also gar nicht. Das ist einfach so. Aber. Ich brauche den Bums. So, Schwarzfels. Kann ich in Schwarzfels... Schaut's mal. Rund um Schwarzfels ist doch schon alles meins. Dann kann dieses Gebäude doch wieder weg. Oder? Genau. So. Da fehlt noch... Dunkle Festung. Die lasse ich mal so, wie es ist. Die Aschberge. Sind es die da? Nee. Die da. Ah, da krieg ich nur noch die. Ja gut, die Festung. Dunkle Festung. Aschberge, dunkle Festung. Aschberge. Aschberge. Dunkle Festung. Aschberge. Dunkle Festung. Dunkle Festung. Aschberge. Aschberge. Okay. Das ist doof. Okay. Ja, das heißt, ich komme hier nicht so weiter. Hexenberg? Dunkle Festung. Nee, okay, ich komme hier nicht weiter. Hier ist Dead End. Wegen diesem Nahrungsgebäude. Dann reiße ich das jetzt ab und baue dann stattdessen das hier hin, damit ich hier weiterkomme. Weil ansonsten macht das keinen Sinn. Und das hier kann auch weg, weil das bringt hier gar nichts.
hier ist schon alles fertig. Und im Hexenwerk komme ich auch nicht weiter. Und Buckelberg ist auch fertig. Nur da oben könnte ich weitermachen. Und hier, wo ich schon dran bin. Okay. Ja, also das ist halt mein Makromanagement des Todes. Gut. Töten. Und mach weg. Quick fight it all. Geld. So. Ich komme sofort bis Rosetta. Das ist gigantisch gut. Stopp. Plündern erstmal. Genau. Plündern mal hier. Ja, Gebäude bauen. Ich brauche natürlich noch hier dieses Gebäude. Das ist sehr wichtig. Das habe ich angeblich doppelt. Ja, das ist aber egal, weil... Send slaves! Weil hier kann ich ja... Hallo? Ready to lock. Genau, jetzt habe ich die Waffenteams. Jetzt könnte ich Waffenteams bauen. Dass ich sage, ich pack die Giftwind-Dinger hier weg. Mir fehlt aber immer noch die Kanone, dann lasse ich es noch. Solange ich die Kanone noch nicht bauen kann, nicht. Die fliegen irgendwann weg. Das wird ausgetauscht. Hier fehlt doch noch ein Held. Will ich noch einen Häuptling haben? Ich hätte auch gern mal einen Assassinen nochmal oder so. Oh, weniger Unterhalt ist gut. Leider nur für die Kanonen. Da ist das fast besser. Zwei Häuptlinge. Warte, Moment. Nein, hier kommt doch ein Hexer rein. Hier kommt noch ein Hexer rein, richtig. Sobald ich einen Hexer ausbilden kann, kommt hier ein Hexer rein. Aber das geht erst ab hier. Obwohl. Ja, ab dann kann ich es ausbilden, genau. Ja. Okay. Das heißt, ich muss hier Geld machen, damit ich das Gebäude bauen kann. Das wäre fast wichtiger noch aktuell, oder? Ja, nee, lass mal. Okay. Ihr seht schon, es ist nicht leicht, so ein Sklavenreich aufzubauen. So, hier wird wieder böse geplündert. Mit dem Plündern mache ich ordentlich Kohle und das gefällt mir ganz gut. So. Untrusted Worm. Poison after. Das macht ein bisschen Schaden. So. Okay. Genau, du rennst weiter runter. Der bleibt da stehen, aber der geht langsam zurück. Dann passt das. So. Nächste Runde habe ich Geld. Ich kann hier wieder irgendeinen Bums klicken. Alles klicken, was wir klicken können. Egal, was es macht. Interessiert mich auch gar nicht. Es sind irgendwelche Buffs. Für irgendwelche Ratten und so. Voll egal. Voll egal. Also die Mechanik finde ich nicht so toll. Weil ich muss gestehen, die Clan-Ratten mit den Keulen und so. Ja, schlecht sind sie nett, aber... Ich hätte jetzt keinen Anstand, keine Lust, daraus eine Armee zu bauen, weil halt die Ratten echt schlecht sind. Wisst ihr, wenn ich Buffs bekomme bei den Echsenmenschen für Saurus, Tempelwächter, Stegadons oder so, dann denke ich mir, oh yeah, dann kriege ich einen wässrigen Mund und sabber wie Homer von den Simpsons. Aber ansonsten, ne. Es bringt halt nicht zum Beispiel auch Skaven-Sklaven zu buffen, wenn die komplett useless sind. Was will ich da mit den Buffs? Total uninteressant. Braucht's nicht. Ist egal. Kann weg. Schmutz. Nehme ich nicht. Ja. So, jetzt kommt der wieder an. Und greift er an. Jupp. Ich ziehe mich zurück. Aber dieses Mal könnte ich versuchen, ihn zu blitzschlagen. Das probiere ich mal. Blitzschlag.
Genau. Das müsste ich schaffen können, je nachdem, welche Armee das ist. Ich guck mal. Ich schau's mir mal an, was das Dingens sagt. So, ganz wichtig ist jetzt, ich habe jetzt Geld. Ein bisschen zumindest. Oh, Magritta. Magritta macht auch Geld. Magritta macht auch ein bisschen Geld. Wie klingt das denn, Leute? Total useless. Okay, 310. Das ist nicht schlecht. So, damit ist das Geld weg. Genau, hier brauche ich das da. Nee, das da. So. Das war das Geld hier. Mehr Geld gibt's gerade nicht. Rechts war eine Armee, die kann mir jetzt aber gerade egal sein. So. Angreifen. Blitzschlag, tschüss. Genau. Wir nehmen Geld. Schwert des Blutbahns. Wir greifen an. Soll ich das mal wieder solo machen? Ich habe schon lange... Ich glaube, das sollte ich mal wieder machen. Ich habe schon lange keine Schlacht mehr geschlagen. So. Der fehlt ja noch. Stimmt, solange der fehlt, ist es riskant, hier zu kämpfen. Aber... Ja, das ist wieder die starke Armee, ne? Ich kann ja trotzdem mal reinschauen. Knapp. Er hat den Hinterhalt nicht entdeckt. Okay, das ist gut. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Das machen wir jetzt. Hinterhalt finde ich immer ganz amüsant. Einfach mal gucken. Vor allem, ich habe ja Giftwindkrieger gegen große Feinde. Also gegen Ushabti, Grabjäger, Reiter. Gegen die sind die gut. Chassails sind gegen so ziemlich alles gut, was Single-Target oder High-Target-Value ist. Gegen Low-Target sind sie nicht schlecht, aber ist halt useless, da ist Splash besser. So, ja, nicht sofort das Gefecht starten. Boah, wenn ich mich hier oben aufstelle. Holy crap, Mann. So, dem fehlt noch der Warp-Lock-Dingens, der kommt aber. Genau, der kommt. Das ist... Der da, das ist der da. So. Okay. Die dürfen gerne ein bisschen nach hinten plänklern, wenn es wäre. Ungefähr. So. Und dann natürlich noch die Warp-Blitz-Kanonen. Boah. Das wird scheppern. Holy Crap-a-Roni. Boom. Doom comes upon you. Und Bams. Das schmeckt doch. Das schmeckt doch gut. So, die Gruftwachen. Die kommen näher. Na doch nicht. So. Schön weiter snipern. Also ich mag die Sniper. Jetzt, wo ich so langsam weiß, wie man die benutzt. Holy crap, ist das geil. Einfach weggesniped, so, ne? So. Ja,
Skelettbogenschützen. Skelettbogenschützen. Okay. So. Die machen wir mal. Servus. Überfall. Die Olga. So, warum hauen die jetzt ab? Weil von hinten angegriffen, schon eine Feinde, Flanke verängstigt, Flanke offen. Solange der da noch einen Katapult hat. Wollt ihr das eine Katapult bitte töten? Das wäre schön. Och nö, jetzt kommen wir in den Schatten. Ätzend. Richtig ätzend. Aber okay. Na komm. Das eine Katapult kriegt's ja doch noch irgendwie kaputt, oder? Hier stirbt jetzt viel Bums. Ist nicht so toll. Hallo. Muss das sein? Aha. Aha. So, sind die Schatten jetzt weg? Komm! Oh, wow, wie. Wow! Krasser Damage, man. Not bad. Not bad at all. Schön auf die Ushabti. Ah ja. Schöner Schaden. Doch, das kann sich sehen lassen. Na gut, jetzt haben wir's. Das war's. Okay, habe ich geschafft. Passt. Irgendwie verliere ich hier noch einen Haufen Ratten, was nicht sein müsste, aber... Ja, die Ushabti. Immer sind es die Ushabti, aber... So, wo hat er jetzt noch was? Ja, der Sieg war super knapp. Na, super knapp. Ja, die Chisales. Die machen jetzt nicht so den krassen Damage, was man glaubt mit Kills. Na, haben aber trotzdem schön. Also das ist halt das Ding, sie sind nicht gegen viele Truppen da, aber gegen alles Single-Target-mäßige. Auch gegen Single-Target-Drachen und so weiter kann ich mir die sehr gut vorstellen, weil die einfach. Wow, die Snipern Zeugs weg. Und die KI macht halt keine Schlangenlinien beim Fliegen. Deswegen, ja. So, ich würde das Geld gerne nehmen. Ich glaube aber, es macht mehr Sinn, sich das zu holen. Kriege ich den auch noch weg. Der ist leichter. Am plündern wir den auch noch. Hinterhalt? Nicht geschafft. Tschüss. Ja, Geld, Nahrung, alles. So. Hier liegt wieder eine Menge Geld. Und hier liegt auch Geld. Dann laufen wir jetzt mal plündernd in diese Richtung. Weil das kann ich alles plündern. Das passt. Und es gibt wieder Geld. Ne? Plündern ist wieder Geld. Geld ist gut.
Katar. Braucht dieses Gebäude gerade nicht mehr. Numas hingegen könnte noch ein bisschen mehr Geld und Nahrung vertragen. Obwohl, das ist hier sehr riskant. Dann machen wir das so. Eigentlich wollte ich andere Gebäude bauen, fällt mir gerade ein. Ich wollte hier das da ausbauen. So, damit ich endlich auf die Seuchenmönche komme, die ich noch brauche. Die beiden. Weil ich möchte ja hier diese Armeen ausbauen. Die sollen ja gut werden. So. Sturmratten, Seuchenmönche, nein. Skaven Teams. Boom! Skaven Teams? Genau. Und hier gehe ich rein. Ja, brauche ich nicht. Passt schon. Da kommen wieder Ushabti. Scheiße. Wow! Ska ist fast gestorben. Okay. Jetzt ist die Frage. Queek. Will ich das einnehmen? Ja, möchte ich. Das da. Ja, wieder den übrigen. Was ist das überhaupt? Kampagne. 4%. Wachstum. Unterhalt für Clanratten. Ja, gut. Das gegen Korruption. Stimmt. Ich meine, irgendwann wäre das bestimmt nicht schlecht, aber boah, es ist teuer und es bringt halt sau wenig. Mach mal lieber mal sowas hier. Bei dem Gebäude bin ich mir nicht ganz sicher. Moment. Ich habe noch 4 Plätze frei. 1, 2, 3, 4. Ja, nee, würde passen. Okay. Glocke dazu. Das kann erstmal weg. Geld mache ich hier gerade nicht viel. Gut. Dann das. Dann das. Nose, I dominate. Stopp, 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 stopp. Doch, Skaven Teams. Yep, 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 yep. Genau, der kriegt das auch noch. Ja, Nahrung generieren brauche ich jetzt aber nicht. So, Stopp, stopp, stopp. Mauern. Immer erst die Mauern bauen. Auch wenn das hier mittendrin ist. Da kommt auf einmal ein Ork mit einem Tunnel oder so und nervt. Muss nicht sein. So, Lamia steht recht safe da, aber noch nicht safe genug. Die sind schon wieder so stark. Der hat 6 Stück. Okay, aber der hat hier keine Truppen. Das ist gut. Und hier auch keine Truppen. Das sieht man daran, weil... Hier, ich kann jetzt nicht mit der Maus drüber, aber ihr seht das in der Liste, Militärpräsenz 9. Das heißt, da ist halt eine Militärpräsenz, also eine Armee. Das ist ein Trick, den kenne ich vom Legend of Total War. Der kennt das Spiel halt fast in- und auswendig. Ich weiß noch nicht, ob die 9 bedeutet, dass es viel oder wenig ist. Ich würde sagen, das ist ein halber Stack, also 10, eine Armee von 10 Truppen. Ja, würde ich mal vermuten, weil bei mir... ist Militärpräsenz 20 für einen Full Stack. So. Gut. Die Karte ist ein bisschen schätz. So. Ansonsten schaut das gut aus. Clan Vulkan. Warum? Abkommen. Stimmt, Sendbote der Schlag mich tot. Den will ich gar nicht mehr. Da habe ich nur das Geld genommen. Der kann wieder weg. Tschüss, brauche ich nicht. Kann weg, ist egal. Gut. Ansonsten mag mich niemand. Die mögen mich ein bisschen. Die mögen mich ein bisschen sehr. Aber es reicht halt nicht für... Warte, wir haben ein Schutzbündnis. Gut, die mögen mich, aber die machen nichts. Petty politics do not concern me, mortal thing.
Your bones will be dust, not this. So, die Echsen mögen mich nicht, hier gibt's nix. Planscryer. Abneigung, na gut, das kann sein. Sorcerer, I like hate you. I'll not eat you just yet, until we have packed. Toll. Ja gut. Gut, warte, was war? Rituale abgeschlossen. Ja gut. Okay, ich glaube, ich mache jetzt gleich mal Ende. Schon wieder, sonst wird es halt wieder so spät, ne? Das letzte Mal in den 6 Stunden war einfach zu krass. Ich würde nochmal gucken hier, aber generell, ja. Okay. Das ist klar. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich könnte auch einfach eine Aufnahmepause machen, aber ganz im Ernst. Wenn ich es später vergesse und dann bla und dann wird die Aufnahme kaputt, weil ich irgendwie dumm im Kopf bin, das ist mir dann zu riskant. Nee. Das machen wir so nicht. Lorraine Beats Spucker. Okay, toller Name. Lorraine. Lorraine ist ein cooler Name, aber Beats Spucker? Nee, danke. Verzichte. So, Steinminenturm. Fertig. Nahrung. Das da. Das da. Ich mache halt aktuell immer 4 plus minus 0. Das ist auf Dauer natürlich nicht so geil. Ich müsste das alles mal ein bisschen verbessern. Die Bittersteinmine, ist die fertig? Ich meine, es gibt doch die Drachendinger. Steinminen, ja, come back. Okay, ja. Boah. Na gut. Dann mache ich jetzt hier erstmal Ende. Doof, aber. Ja, warte mal, wie spät haben wir es jetzt? Ja, ich könnte noch bis 11. Dann mache ich hier nur eine kurze Pause. Bin wieder da, weiter geht's. Gut aus, sehr schön. Ah, ich mag das. So. Genau. Weil ich möchte hier jetzt gerne noch rumplündern. Stuff angreifen. Genau. So, niedrig. Sehr seltsam. Also, das wird ausgenommen. Ausgeraubt. Also weitergeplündert. Ich würde jetzt dann erstmal zurückgehen, weil. Obwohl, das ist aber low. Vielleicht schaffe ich das. Was war? Okay, das gab Geld. Der geht jetzt auf jeden Fall zurück. Weil. Oh. Ja. Krieg ich weg. Wow, das war jetzt knapp. Okay. Das war jetzt knapp. Mighty am I, Deep Warrens. Okay. Ja, ich muss auf jeden Fall nach Hause. So, Warblock-Techniker habe ich jetzt schon, genau. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist bald hier der Hexer. Teuer. Ah, die Glocke. Das da ist wichtig. Damit ich endlich die Warp Lightning Cannons bekomme. So. Der. Die Frage ist, Moment. Hier ist nur eine schwache Militärpräsenz. Hier wird sie stärker, aber das ist weit weg. Okay. Distance to cover. We go stalking.
Wir gehen dahin, crushen die Armee. So, Libras muss ich natürlich noch einnehmen irgendwann. Haha. Cycling. Okay. Untrusted one. Poison after. Was noch? Hat ja fast nichts mehr hier, ne? Das benutzt man halt gar nicht. Ja, der Segen ist nicht schlecht, aber. Ja, dann gehen wir jetzt hier auf Defensiv, Schnellzeugs, mehr Führerschaft und so, genau. Ah ja, das ist ein passiver Stack. Der ist super. Okay, das ist ein passiver Stack. Glaube ich, hoffe ich. Zwei, drei Runden noch. Should kill when get a chance. I am Warlord. So. Okay, ich kann noch was bauen. Hier oben zum Beispiel. Silberpfeiler. Da gibt's gar nichts mehr. Todesklauen, Silberpfeiler, Düsterberg. Bam. Nahrung. Sieht gut aus. Passt. Okay. Ist also in Ordnung. Ja, ja. Unbewohnbares Klima. Ja, mal schauen. Bündnis, Herolde der Ariel und Orden der Lehrmeister, okay. Ben Reigns. Auch kein schlechter Name. Martin Nutt. Naja. König hat was. Warum solltest du... Weißt, erst hauen sie ab, dann rennen sie wieder hin. Dann hauen sie wieder ab, dann rennen sie wieder hin. Dann blablabla. Übrigens, ich muss... Wenn ich das gecrushed habe... Lakaien des Chaos. Okay, das Chaos scheint langsam kaputt zu gehen. Ja, Chaoskrieger sind... Also Chaos ist fast besiegt. Es wird nochmal eine Chaos-Armee kommen. Bald, glaube ich. Dauert... Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Ja. Also das Geld hätte ich gerne, das da oben liegt. Aber... Also Nest von Clan Rictus kann jetzt weg. Tschüss. Brauche ich nicht, können weg. So. Werden getötet, auf Wiedersehen. So. Ja. Gut, aber das Wichtigste lebt noch. Stop, Gout! Okay, vielleicht würde ich das sogar manuell machen. Weil hier steht was von wegen knapper Sieg und das finde ich eigentlich ziemlich schwachsinnig. Das müsste eigentlich ein Easy-Sieg sein. So, der kommt noch mit drauf. Damit der endlich mal... Ah, warte mal. Ja, noch... Ne, Treibsand fehlt noch. Genau. Numas hat das aber auch. Ja, gut. Ja, ne, fehlt noch. Aber das könnte eigentlich weg. Ich lasse es mal. Ah, ne, hier unten Orions Lager. Ja, ne, da ist es. So. Gut, du. No, not this time. Ja, der steht da drin, der hängt da fest. So. Plündern, kaputt machen, auslaufen. Wie wäre es, wenn du in die andere Richtung läufst? Tretch is back. Tretch is back, so. Und Tretch ist cool. So.
tray. Stinks like a grazier. Okay. Das ist die Geschichte. Das dauert noch 2 Runden. Oh wow. Okay. So, den töten. Der steht auf so einem riesen mechanischen irgendwas. Stirbt trotzdem. Tschüss. Schreckmaske von Eek. So. Rosetta. So, Libras nochmal überfallen. Doch. So. Meins. Nahrungszwiebeldinger sind gut. Und ich glaube, dann machen wir jetzt nochmal Nahrung. Ja, weil die Nahrung sieht nicht so super aus. Auf Dauer. Die Walenhaut also. Gut. So, ich habe ein bisschen Geld gemacht. Hier ist ein bisschen Militärpräsenz. Da muss ich als nächstes runter. Ist aber okay. Aber ja. Untrusted worm. Poison after. Okay. Gut. Das hat noch Zeit. Tretch. Der soll ja langsam Trust him for now. Truppen bekommen. Moment mal. Mighty am I. So. Nice raid. Okay. Und zwar Sturmratten. Das macht Sinn. Die sind nicht so ends teuer gerade. Das ist ein kleines Upgrade. Andererseits, wenn ich hier schon 2 Züge brauche, die Kanonen fehlen einfach noch. Aber daran arbeite ich schon. So, dann ja. Rattling Gunners. Rattlings. Noch mehr Rattlings. Gut. Gut. Okay, dann hat er jetzt 4 Runden zu tun. Ja, das wird dauern. Bis der wieder dabei ist, wird dauern. Den Hauptmann. Boah. Den kann ich dann irgendwo anders mal hinstellen. Der bleibt halt irgendwo stehen, weil sich eine 4. Armee ausheben kann. Was allerdings noch dauern wird. Eine 4. Armee ist nicht easy. Ah ja. Gut, und hier wollte ich ja Solo machen. Genau, Moment. Ja, brauche ich so viel? Ja. Erst. Will ich noch gucken. Er hat keine Mauern. Also er hat nichts, wo dran steht, verbessert seine Mauern. Oder Türme. Seltsam. Egal. Na komm. So. Auch noch Gefecht. So, jetzt gehen wir rein. Ja, Katapulte sind nicht so gut, aber der hat halt hier kaum Truppen. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Einheiten kann ich komplett mit den Katapulten zerstören. Und der Rest, das geht dann schon. Die Warblitz-Kanone macht das Tor kaputt. Ja. Ja.
Witches Sales laufen dann hoch und dann ist gut. So, schaut's mal. Das Einzige, was ich machen muss, ist halt nicht um die Ushabti kümmern, die eventuell beschworen werden, ne? Weil das sein könnte, aber whatever. So, weg damit. Was geht hier ab? Von was wird der beschossen? Was wird da? Was schießt da? Hallo? Was hat der, was da schießt? Die Bogenschützen können es nicht sein. Was schießt denn da? Ach du Kacke! Ach du Heilige! Ja, geil! Ach du Scheiße! Ja, geil! Toll! Super! Wow! Also, ernsthaft! Wow! Gut, so kann man es auch machen! Ich meine, nachdem ich das kaputt gemacht habe hier, werde ich nach Hause gehen, aber es ist halt so dumm. Es ist so dumm, also aua. Das tat sehr weh, das tat wirklich sehr weh. Also bis ich das gecheckt hatte, boah, uff, aua. Nicht gut, gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Aber naja, so ist es. Gut. Jetzt beschwören wir langsam mal die Ratten hier. Ja. Luftwachen töten, genau. Skelettbogenschützen töten. Ich will, dass die weg sind. Komplett zerstören. So, die müssten jetzt ganz langsam zerfallen. So. Tor kaputt machen. Stopp, stopp, stopp. So, ihr Kanonen. Haut's mal ab hier. Oder ihr sterbt einfach und ich muss euch neu ausbilden. Das geht natürlich auch. Na gut. Ja, das ist jetzt auch ein Tor. Okay. Wir klettern hoch. Wir klettern hoch. Nichts davon sollte hochkommen können. Katapulte schießen wir weiter drauf. Sind natürlich nicht gut, na, gegen den ganzen Bums. Ist aber egal. Die Regeneration. So. Klettern, klettern, klettern.
Gut, passt. So, da hoch. Die schießen hier, bum bum bum. Sehr schön. Ja, macht jetzt da mal die Wand. So. Die Lethal Poisons, die sind eigentlich gut gegen die Großen. Ne? Genau. So. Dann stellt euch mal. Wieso geht es da nicht hoch? Okay. Dann. Stopp. Stopp. Aha. Ich weiß nicht, warum die. Jetzt geht's auch. Würdet ihr bitte aufhören zu schießen? Stopp. Stopp, stopp, stopp. So. Die Ratten können da rein. Der Rest sollte feuern. Under fire, squad fire. Bomb it is. Genau. Die sind gut gegen große Feinde. Was haben die denn so? Die schmeißen einfach. Ne? Ja, die schmeißen einfach. Stuff. Na gut. Ja, macht's einfach mal. Gut. Bis halt die Munition leer ist, ne? Aber bisher schießen die. Ich glaube, das packen die schon. So, ich hoffe, die laufen jetzt nicht irgendwie runter, sondern fangen an zu schießen. Perfekt. Ich sag, ihr sollt da angreifen. Ich wünschte, man könnte sie auf den Mauern drehen. Dass die in die andere Richtung gucken, aber das geht nicht. Oder ich weiß nicht wie. Was schade ist. Ich google mal, ob das geht. Total War Warhammer 2 Second Row Walls. Placing units on walls. So. Ja, das passt schon. So, die machen das kaputt. Ich bin noch am Gucken. Okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Kann ich wirklich? So. Ja.
easy. Scheint nicht zu gehen, also ich finde nichts darüber. Was schade ist. Nee. Finde ich nichts. Was schade ist, weil ich hätte gern. I am greatest warlord. Ja, aber yes, yes. Ja, nee, da tut sich nichts. Also da keine Chance. Steal, then we go, go. Okay. I am warlord. Das ist natürlich extrem doof. Great victory. Ich versuche mal so weit wie möglich noch von ihm wegzukommen. Mit etwas Glück klappt, ansonsten mal schauen. Too weak to betray. Gut. Stinks like a glacier. Should kill when get a chance. Okay. Gut, Erlass verfügbar. Das ist schön. Da würde ich jetzt ja erstmal öffentliche Ordnung machen. Erstmal öffentliche Ordnung. Hier könnte ich jetzt langsam mal Steuersatz erhöhen. Oh, ich kann hier. Oh, ich könnte hier auf Stufe 5 gehen. Das mache ich auch. Stufe 5 ist gut. So, sonst kein Geld mehr. Okay. Kann ich hier noch irgendwas bauen? Irgendwas ist Nahrung? Oder Geld? Oder. Schwierig, ne? Das wären 620.000. Dann machen wir es mal so. Okay. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das war jetzt ein sehr schnelles Ende. Ja, das mit den Mauern ist ein bisschen doof. Oh oh. Ah, er greift instant an. Schade. Kann ich nicht deffen. Zu viel Fliegzeugs. Brauche ich gar nicht erst versuchen. Bedauerlich. Okay. Damit ist das ganze Geld hier wieder weg. Meine Nase nervt schon wieder. Also ich mag die Aufnahmepausen. Die sind zwar vielleicht hier ein bisschen störend. Oder gewinnungsbedürftig. Weil auf einmal so ein Flash-Cut kommt. Aber ich finde die echt praktisch. Gut, also das eine Ding habe ich verloren. Schade. Das war eine Menge Geld, das jetzt weggeschmissen wurde, aber gut, passiert. Kann man nicht ändern. Ich habe halt gerade das Problem, dass ich hier drüben nur eine Armee habe für eine ganze Menge Fläche. Und hier drüben habe ich zwei Armeen, die irgendwie zusammen können, aber doch nicht. Und die. Ne, ne. Ja, mach Krieg. Whatever. Gut, cool. Okay, das passt. Hau ab. Geh weg. Geh weg. Gut. Naja. Irgendwann wird das alles mir gehören. Ne? Okay. Spürt ihr es? Oh nein. Es kommt aus dem Blauen. Oh nein. Die Tentakel des Chaos breiten sich nach Süden aus und verseuchen das Land. Mit ihnen marschieren die Krieger des Chaos. Wir müssen uns vorbereiten. Denn Krieg zieht heran. Doch wer konnte die zerstrittenen Stämme einigen? Welche Art von Champion hält die Macht in der Hand? Aha! Der schaut böse aus.
Ich habe die Chaos-Invasion nie verstanden. Auf einmal sind alle miteinander verbündet und kämpfen gegen Chaos. Ist ja eine coole Idee, aber so stark ist Chaos einfach nicht. Na? Also die haben hier so eine kleine Armee. Ja, es ist nicht wenig, aber whatever. So. Ach, ernst? Oh! Das ist jetzt ein Problem. Ach du Scheiße. Ja, warte mal. Na gut, das ist egal. Which clan? We stalk. Yes, yes. Boah, jetzt stehe ich da mittendrin. Also ich habe hier die Chance zu entkommen. Sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Was ein Schwachsinn. Na gut, dann. Dass die Kanonen so kaputt sind. Katapulte. So. Der ist auch Stufe 40. Gut, ich kann mich nicht zurückziehen. Ich kann es nur versuchen. Wenn ich Pech habe, ist die Armee halt am Arsch. Ja, ich hätte es anders versuchen können. Ich hätte versuchen können, anzugreifen, abzuhauen, wegzugehen, mich zu ducken. Ich weiß nicht, Leute, das ist so. Nee. Ja, zur Not geht's kaputt. Dann ist halt der Häuptling tot. Das Ding auch. Dann muss ich das Ding neu ausbilden. Der Häuptling muss halt neu werden. Ich habe ja noch einen übrig, whatever, und dann muss ich die Armee halt neu ausbauen und ja, wieder teuer und Rasetra ist kaputt. Es ist halt immer ein Auf und Ab, dass da jetzt so eine riesen Armee kommt. Puh. Kriegsherde des Chaos. Es überrascht mich, dass da jetzt auf einmal so ein Bums ankommt. Ich habe Giselles. Ich habe halt leider nur noch eine Kanone, wenn ich vier Kanonen hätte, aber ich habe nur eine. Naja, mal schauen. So. Ich glaube, ich ziehe mich hierhin zurück, weil ich hier besser schießen kann. Seht ihr das? Ich glaube, das ist besser. So, das heißt, die kommen... Dahin die Chassails. Okay. Naja. Okay. Ich habe die Warp-Bomben. Das könnte noch mal helfen. Ein bisschen. Jo, die Kanone. Komm auch dorthin. So. Okay, also die müssten jetzt hier eigentlich ganz gut stehen. Denke ich mal. Das muss gut passen. So, er muss auf mich drauflaufen. Naja. Kann ich
ich das auch auf ihn zaubern? Nee. Okay, da kommt was. Bestigor-Herde. Gut. Erstmal wird da angegriffen, was angegriffen werden kann. Das ist in Ordnung. So. Die töten. So. Oh, da kommen Beastman Giants. Das klingt natürlich auch gefährlich. Okay. Ich schicke jetzt mal diese Clanrat nach vorne. Er schaut schlecht aus. Er schaut sehr schlecht aus. Oh ja, der schaut sehr schlecht aus. Schaut mal, dass die aushalten, Mann. Hab ich ja gar keine Chance. Oh boy. Gute Bombe. Wird aber halt leider nicht reichen. Halten es nicht aus. Hornet One, protect! Counters command! Great, great, yes! Beta Boss! Great Anaka! Na komm, zu viel Bums an. Scarpa, go! Ja. Schon ist er durchgekommen. Gut, die Armee ist am Arsch. Die Chaos-Horde war zu stark. Na gut. Schade, aber ist so. Dann muss ich halt alles von neu machen. Doof, aber passiert. Ne? Passiert. Ich habe halt wieder mal eine Chance genutzt, dachte mir, vielleicht wirst du nicht abgefangen. Es ist ja nur eine Chance, abgefangen zu werden. Keine Garantie. Naja, es war eine Garantie. Okay, also Tunnelwegnetz irgendwo in der Nähe von Einheiten benutzen ist ganz gefährlich. Das klappt fast nie. Wahrscheinlich ist die Chance da 95-90% oder so. Ich fange ja auch häufig irgendwas ab. Also, naja. Gut, dann... Ja, doof. Den neu ausbilden, der ist tot. Da verliere ich jetzt alle Anhänger, alle alles. So, das ist getötet worden. Gut. Häuptling brauche ich nicht. Was ich brauche, ist ein Warblock-Techniker. Diszipliniert, ja. Hat es da nicht einen, der irgendwas kann? Infiziert. Dann nimmt man halt so infiziert. So. Keine Ahnung, wie sein Surname ist. Den müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir jetzt das Ding. Ich meine, für zwei Kanonen. Ja, aber für zwei Kanonen, das lohnt sich nicht. Jetzt nehmen wir das da. So. Harness the power. So. Der geht runter. Der braucht 7 Runden. Ja gut, ich kann gerade nichts ausbilden. Hab das Geld gerade nicht. Doof. Weil, je nachdem, wo die langlaufen. My undying legions are eager to... Stirbt der Scheiß da unten, ne? Na gut. Gut, Rasetra ist gerade nichts wert. Gut.
Spectator! Raid, quick order! So, schauen wir mal. Die würden ja wahrscheinlich da hochrennen. Können wir Schaden drücken. Der rennt bis dahin. Ist doof. Der braucht noch ein bisschen. Okay. Nächste Runde gibt's das. Okay. Übrigens. Der kann dann auch weg. Stattdessen kommt dann hier, nächste Runde hoffentlich, der Seuchenpriester. Okay. Vielleicht kann ich den noch da unten bauen. Das wäre besser. Mal schauen. Eigentlich wollte ich nicht skippen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ich habe hier was aufblitzen sehen, das war's. Doof. Ja, also die eine Armee ist kaputt, die muss ich halt neu machen. Aha. Na gut. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich dachte, das Land würde ich schneller unterwerfen können. Kann ich gerade aber gar nicht. Mein Tiefenreich schaut nicht schlecht aus. Also auf das bin ich tatsächlich stolz. Aber, naja. Da hat es nochmal Horden. Er wusste nicht, dass das Chaos mit so viel Bums ankommt. Also wenn es nur die Chaoskrieger da oben gewesen wären, okay, aber die anderen, ne? Teuer, schwierig, knifflig, tut weh. So, jetzt haben wir schon wieder nach 11 und ich bin immer noch dran. Es ist so schwer aufzuhören. Diesem Kackspiel, Mann. Duschen muss ich noch, essen muss ich noch, Bewerbungen muss ich noch rausschreiben. Posten muss ich noch. Wird nicht besser. So, der mag mich langsam. Das ist ja schon mal gut. Dass der jetzt da unten angreift. Weißt du, er wird angegriffen und denkt sich, yo, geile Idee, ich greife da unten jetzt an. Was ein Schwachsinn. Aber okay, kann er machen. Björnlinger ist so stark? Krass, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Die mögen mich. Aha. Okay. Unterstadt zerstört. Hexenberg. Ah, jetzt geht der Scheiß los, ne? Na. Na gut. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Okay. Das geht. Keine Ahnung. Ich brauche eh beide. So. Das ist jetzt Tretch. Okay. Gut, dann die noch weg. Da geht leider nur eine Kanone, aber das geht noch. Okay. Gut. Ja. So, hier unten sehe ich gerade nichts. Da kann ich nichts bauen. Da brauche ich noch lange, bis da was geht. Ja. So, bis ich die andere Armee bekomme. Schade, das ist ja eine Menge Geld. Bad idea. We may be able to. Quer works so here. Naja. It beats his mind, mine. Der könnte sofort angreifen, ne? Quick. Gut, ist jetzt Pech. Ich stehe halt jetzt hier.
Ich werde nicht wieder auf Horse March gehen. Das hat sich letztes Mal schon nicht gelohnt. Stattdessen... Ja gut, der wird irgendwo angreifen. Keep Gracious scum away. Find Warpstone. Yes. Ja, keine Ahnung. Gehen wir jetzt hier hin, plündern ein bisschen. Das werde ich wahrscheinlich verlieren. Ist einfach so. Weil der hat hier mit Lord Croak einen Belagerungsangreifer. Er hat wieder 5 League-Viecher, gegen die ich absolut gar nichts machen kann. Das heißt, das wird er mir zerstören. Jetzt schaut es wieder schlecht aus. Ne? Auf einmal turnt sich alles wieder. Naja. Okay. Ist halt so. Ne? Der gleiche Scheiß wieder. Bin out of position, kann nichts machen. Schauen wir mal. So, der kommt zu Rikrok irgendwann, glaube ich. Müsste sein. Und naja. Ja, naja. Teuer alles, alles teuer. So, und instant angreifen. Nein, nicht. Dann habe ich noch eine Chance. Dann habe ich tatsächlich noch eine Chance. Mit Force March und drauf, das könnte klappen. Hier werde ich angegriffen wahrscheinlich. Aber das müsste ich packen können. Vielleicht auch nicht. Ich habe schon mal diese Armee verloren. Nee, der greift das nicht. Nö, gut. Expedition des Jagdmarschalls gibt's auch nicht mehr. So, wo kommen jetzt die Dünenkönigreiche? Dünenkönigreiche, wo seid ihr? Dünenkönigreiche, was macht ihr? Na? Dauert eine ganze Weile, ne? Na komm. Der hat eine Menge Truppen. So, jetzt kommen die Dünenkönigreiche. Aha. Die haben eine Menge Armeen. Vielleicht kann ich hier nochmal angreifen irgendwann. Mal schauen. Sind die Björlinger echt so stark? Krass. Die scheinen wirklich so stark zu sein. Heftig. Aber sie mögen mich. Ganz komisch. Ganz komisch. Na gut. So. Kriegsherde. Stirbt da. Versteckte Stellung, aha. Ah ja, noch eine versteckte Stellung, okay. Und die Lakaien des Chaos sind zurück. Kann man das nicht aufziehen? Doch. Sehr strange, okay, keine Ahnung, was mit dem los ist. Gut, Tretch. Wurblitzkanone geht wieder. Sehr schön. Das heißt, die beiden können weg. Wurblitzkanone. Den Helden. Dahin. So. So nah wie möglich an die Stadt. Gut.
Ost. Win battle. Geld. Was? Gut, gut. So. Mauern bauen. Der muss halt hier links, rechts, hoch, runter, ne? Das ist halt jetzt so. Okay, ich könnte... Es dauert noch, bis ich da hinkomme. Okay. Der bekommt natürlich auch wieder die List und das hier und den Meister der Pain und den ganzen Bums. Dann Gefangennahme, Trefferpunkte, Nahrung, immer gut, Brutschrecken, okay, klar, why not. So, was kriegt er noch? Das da, klar. Okay. Aha. Wachstumssaft. Verlustverstärkungsrate. Perfekte Vitalität. Für Ogre. Ja, das kriegt er irgendwann anders. Genau. Okay. Ansonsten. Erstmal den ganzen Bums. So. Und dann, ja, why not? So, okay. Ist aber egal. Nose, I dominate. Der kommt nämlich eh irgendwann wieder weg. Genau. Das würde ich gern auch höher ziehen können. Geht aber nicht. Na gut. Weil der bekommt das irgendwann anders. Den Quatsch. So. Ich habe kein Geld. Schade. Gut. Erstmal ausbilden, erstmal gucken. Rena, das ist der da. Der hieß doch Rikrok, oder? Rikrok, genau. Geht der jetzt runter? Oder wer ist das denn? Ah ja. So. Der geht runter. Der auch. So. Der geht auch runter. Dann schauen wir mal, dass ich hier Stück für Stück den Quatsch einfach hinbekomme. Ich finde die Zauber einfach nicht gut. Muss ich ehrlich sagen, ich finde die nicht gut. Das hier macht noch Sinn. Die beiden Dinger. Aber ansonsten... Untrusted Worm. Poison after. Voll geil. Ah, stopp. Okay. Oh Lord, quick Hetica. Gut. Ja, mehr Geld gibt's gerade nicht, ne? You are cautious in your greeting. That is wise. Not. Yes, greetings. Thou stand before the rightful elector of Stirling. Good. Einfach das Geld nehmen. To bow. I suggest you do to stay in my good grip. Defy me? The Queen of... Ignore my crew. Okay. Good. Das müsste ich halt auch noch hochbauen, damit ich hier die Wortblitzkanonen baue. Aber das kommt später. Erst die Chisales und so. Wieso kosten denn die Ratten da oben 2000 noch was?
Und hier kosten sie nur 1500. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Naja, ist was ist. Warte mal. Dann lieber noch die zwei Katapulte reinschmeißen. So. Nächste Runde wieder die Ratten. Also ich habe dann halt drei Armeen, die genau gleich sind. Das ist ein bisschen doof. Ich werde irgendwann noch eine Ratten-Oberarmee bauen. Weil angeblich soll Tretsch war's. Der da. Ja, keine Ahnung. Ist alles ein bisschen komisch. Ich habe halt Armeen, die ich habe. Whatever. Die ist halt stark. Die ist halt wirklich stark, die Armee. Kann das meiste töten. Nicht alles, aber das meiste. Ja, und dann mal gucken. Ich finde, Skaven hat nicht so eine riesen Auswahl. Obwohl du irgendwann halt die Stufe 2 und 3 Einheiten nicht mehr benutzt. Warblitzkanonen sind stark. Katapulte, ich könnte tatsächlich überlegen, ob ich von den Katapulten weggehe, weil 4 Stück, irgendwann hört es auf, gut zu sein. Vor allem gegen Chaoskrieger, die so viele Low-Dinger haben, da sind die Katapulte komplett nutzlos. Aber für mehr Warblitzkanonen brauche ich mehr Gebäude. Und das habe ich gerade nicht, weil ich die Wüste und den Dschungel immer noch nicht eingenommen habe. Das ist schon krass. Das ist echt heftig. Gut, ich glaube, ich mache jetzt noch ein, zwei Runden. Und dann mache ich Ende. Reicht ja dann auch wieder. Muss man ehrlich sagen. Ne? Nun denn. Also das da oben ist ja relativ egal, ne? Erst mal gucken. So, Lauerer entdeckt. Ja gut, das ist egal. Unterstadt fertig. Geld und Nahrung. Wow. Okay. Wow, sind die tief reingedrungen. Ja, wegen Charaktere 60. Krass. Aber gut, wir lassen's, weil. Na? Gut. So now. Ja, hier muss ich erstmal warten, bis die Mauern fertig sind. Mighty Warrior Champion. Scotty, now, Scotty! Sieht soweit aber safe aus, das passt schon. Gut, das wird ein bisschen geplündert. Das hole ich mir irgendwann zurück, aber das dauert jetzt einfach. Das ist aktuell nichts wert. Bringt also so nicht viel. Solchen Priester, genau. Bitte lass das den richtigen sein. Ja. Chieftain of the Deep Warrens. Oh. Nahkampfabwehr ist nicht schlecht. Ja, wieso nicht? Okay. Gut. Dann ist die Armee fast fertig. Ja, geil. Should kill when get a chance. Das ist super. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Dann kann nämlich die Armee bald angreifen, kämpfen, Stuff machen. Hier hingegen. Schwierig. Sehr schwierig. Braucht alles mehr Geld.
So, hoffen wir, dass Lybaras keinen Schwachsinn anstellt. Drauf verlassen kann man sich natürlich wieder nicht. Aber gut, mal schauen. Einfach mal gucken. Warpstone. Schau, das ist ja okay aus. Ganz viel. Clan Scryer gibt's noch. Ja, schade. Okay, damit ist das Ding wieder kaputt. Werde ich so nicht deffen können. Es ist halt wie es ist, ne? Links, rechts, links, rechts. Ich werde heute nichts essen. Ich werde heute auch nichts machen. Ich werde heute wieder nur den ganzen Tag dieses Spiel zocken. Weil ich links und rechts einfach dauernd gebumst werde. Es nervt wie Sau. Ich komme zu nichts. Ja, warten auf Mauern. Eine Runde. Woher soll ich denn wissen, dass der so weit hochlaufen kann? Ätzend. Super ätzend. Jetzt kann ich wieder warten. 20 Runden, bis sich das lohnt, diesen Bums auszurauben, damit ich wieder auf Stufe 3 gehen kann, wieder das Zeug ausbauen kann, es hört nicht auf. Ne, es hört nicht auf. Ich komme zu nichts. Es ist so ätzend. Es ist so ätzend. Und weil ich keine Armeen habe, kann ich auch nirgends defensiv stehen. Richtig nervig. Ja, toll, super. Ist das ätzend? So. Come, challenge me, challenge Glenmore's. I dare you. Mhm. Nö. Diese Dinger sind mir egal. Gut, ich kann ja weiter ausbilden. Hallo. Ein Katapult geht auch noch. Dann habe ich hier wieder die 4 voll. Sehr schön. Siedlung verloren, weiß ich. Ist ätzend. So. Moment einmal. I am Throt, the unclean. Ah ja. Also 10 Trefferpunkte weniger klingt nicht so gut. Okay. Okay. Gut, der wird langsam, der braucht noch. Der ist fertig. Der ist fertig. Dann können wir ja anfangen zu plündern. Dass das absolut nichts wert ist, ist bedauerlich. Aber wir können plündern. Ja, der kann wieder zurückgehen, kann sich wieder in die Dings stellen, dann muss ich wieder warten, bis Lübre. Ätzend, richtig ätzend. Aber sonst geht nichts. Ist einfach so. Ist einfach so. Ja, es ist einfach so. So, da tut sich leider absolut nichts. Quest? Also, ne, ist was anderes. Ja, also, ich kann euch halt sagen, es ist schon schwierig hier alles.
So. Jetzt wieder ganz neue Befehle. Handle, nö. Koma, nö. Nö. Hat's nicht, okay. Mhm. Getränk. Getränk ist neu. Ohrfeigen ist neu. Was ich halt krass finde, ist das Björnlinger. Das muss ich auch sagen, dass Björnlinger so stark auf einmal ist, verstehe ich nicht. Als ob die jetzt mit dem, mit Chaos irgendwie im Bunde sind. Gut. Also bald habe ich gar keine Kohle mehr. Dann ist Gigarip. Aber auch nicht. Ja, egal. Nahrung passt. Kriegsgefangene fehlen noch. Aufgabenketten fehlen noch. Ja, gut. So. Kann ich da angreifen? Das sind nur dumme Skelette. Das kann ich doch alles weghauen. So, Blitzschlag. Tschüss. Geld. So, dann das da. Blitzschlag. Weg. Mach kaputt. So, ich könnte es jetzt wieder aufbauen. Aber ganz im Ernst. Schenke ich es mir? Nee, komm. Versuchen wir es halt nochmal. Übrigens, das Geld, das ich jetzt hier habe, sollte unbedingt hier in dieses Gebäude gehen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Gut. Der ist halt aktuell noch schwach. Der hingegen ist relativ stark. Na gut, das ist nichts wert. Ja, dann ziehst du mal plündern dadurch. Keine Ahnung. Da oben hat's ja nichts. Stopp. Okay. Call me Lord Craventail. So, ich will nicht wieder festhängen. I'm not waiting through Scott. Okay. Der plündert auch. Zygor. Beastman Giant. Find me Shade Shadow. Okay. Und dann hat er halt hier diese schnellen Truppen. Ja gut. Alles ist wieder verfügbar. Erstmal öffentliche Ordnung. Die leidet gerade nämlich ein bisschen. Nahrung machen. So, hier öffentliche Ordnung leidet auch. Weil... So halt. Das ist ja doof. Ah. 13. Na gut. Ist halt so. Whatever. Hier ist die öffentliche Ordnung gerade okay. Dann könnten wir Steuern machen. Weil Nahrung schaut aktuell gut aus. 52 zu 45 ist okay. Das passt. Wenn Defending. Reload Time. Genau, das ist gut. Der. Mein Giftsegen ist natürlich kein schlechter Buff, aber 13 ist halt eine Menge. Ups! Okay. Nicht weiter tragisch. Passt schon. Okay, wechsel mal den Ort mal.
gehen wir wieder ins Stadtzentrum. So. So, nochmal. Ah ja, jetzt. So, Reikland ist auch stark. Ich glaube, dass Reikland tatsächlich gewinnen kann gegen die Order, Dings und Karak Asar, die auch. Also, die beiden werden halt Weltmacht. Navarond weiß ich nicht. Den Rest muss man mal sehen. Knifflig. Alles knifflig hier. Naja, 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 naja. Das Warten nervt halt immer so, ne? Da kannst halt echt nichts machen. Bist immer wieder nur am Warten. Zeichen des Friedens. Die letzten Chaoshorden wurden vom Angesicht der Welt getilgt. What? What is Chaos? What? Ernsthaft? Okay. Geld. Rasetra. Das gibt Geld. Würde ich gern machen. What now? Stop, Gouge! Ja, dann töten wir jetzt den da. Der kann ja nicht entkommen, ne? Weg damit. Tschüss. Gouge is ready. Geld. Glitzernde Schuppenrüstung, die ist nicht schlecht. Oh Lord, quick attack. So, dann greifen wir jetzt hier die Lichtung des Verderbens an, dann Rasetra an. Mach auch mal Nahrung. Mhm. Also das brauche ich noch. Ja, das Obsidian-Dingens, keine Ahnung. Ich mach damit halt nichts. Jetzt bauen wir erstmal das hier, oder? Kostet natürlich Nahrung. Gibt aber auch Geld. Ja, das kann man angreifen. Knapper Sieg. Aha. Na, Moment mal. Ernsthaft? Nee. Bring us ready for fight, Scrap. Easy. Suck it. Take, take. So, kaputt gemacht. Numas könnte man angreifen, ne? Scamba, Scurry! Da ist ja gar nichts mehr. Ich frage mich halt, ob Chaos jetzt wirklich komplett besiegt wurde. Weil wenn, dann muss irgendeine Hauptarmee von Chaos bezwungen worden sein. Dass der jetzt, dass die jetzt tot sind. Komplett. Das war dann die schlechteste Chaos-Invasion ever. Tatsächlich. Muss man ehrlich sagen, ne? Das war dann nix. Should kill when get a chance. So, der da. Ja, dann nimm den Giftsegen noch. Ansonsten. Ne, warte. Wenn er schneller wird, ist auch nicht schlecht. So. Weil der kämpft nicht. Das ist einfach. Der hat kaum Schaden. So. Den können wir wieder machen. Das gibt wieder Stuff. Wo soll der hin?
Ich hätte schon mal Lust, hier oben was zu machen. Hier irgendwo. Da hat's, glaube ich, was Gutes. Gehen wir da mal hin. So. Der steht hier noch rum und braucht Zeit. Kann ich die Waffenteams bauen? Ich kann hier keine Waffenteams bauen. Okay, ich brauche hier erst das Geld für die Waffen. Na gut. Kriege ich ja, ne? Kriege ich ja zusammen. Ist ja kein Problem. Das machen wir. Ich weiß ja nicht, ob das Sinn macht, weil ich handle mit keinem. Obwohl, den Scheiß bringe ich auch nicht. So. Okay, lass mal gucken. Ne, Chaoskrieger gibt's noch. Die Kriegsherden auch noch. Björnlinge auch noch. Okay, dann war das irgendeine Falschmeldung. So, wie mache ich jetzt Kohle? Ich möchte mindestens noch. Also, was ich jetzt noch machen möchte, danach ist Ende. Ausrauben. Da unten das Gebäude bauen, damit ich die Rattling Guns dort bauen kann. Ja. Das ist mein Plan. Das will ich noch machen. Navarond ist fast tot. Auch sehr interessant. Na gut. Der ist halt ein bisschen blöd. Da ist nix. Okay. Alles schwierig. So. Das Gewarte. Ich weiß, es ist eigentlich ziemlich langweilig, was gerade passiert, weil ich mache halt nichts, ne? Ich mache halt wirklich gar nichts. Aber ich bin schon wieder eine Stunde am Überziehen. Das ist halt echt, echt krass. Das ist halt echt krass. Nee. Clan Spittel später. Zum Dienst bereit. Den gibt's wieder. Das ist gut. Unterstadt fertig. Ja, dann, wenn die Unterstadt fertig ist, mach mal Geld. Geld ist wichtig. So. Dann. Wird der ausgetauscht? So. Genau. So. Passt. LOL. Auch interessant. Gut. Genau, der braucht noch. Der geht runter. Der kann angreifen. Da hat's gar kein Geld. So. Hier gibt's halt nichts mehr zum Plündern, ne? Also ich meine, das wäre halt noch richtig was wert. Vielleicht. Ja, aber da stehen halt immer 1000 Truppen. Das kannst du voll vergessen. Der Rest hier wird alles zerstört. Von diesen Armeen. Okay, ich sollte wahrscheinlich in meiner näheren Umgebung bleiben. Wo ich sicher agieren kann, bevor ich irgendeinen Bums mache. Okay.
So. I, mighty warrior champion. Wer steht draußen rum? Das gibt Geld. I challenge. Kill. Kill. Aber erstmal alles blitzschlagen, was wir blitzschlagen können. Time for things to die. Tschüss. Dann den da blitzschlagen. Tschüss. Der hat es überlebt, Sauerei. Okay, das sieht aus, als müsste ich das solo machen. Weil hier stehen, die Verluste sind hoch. Und das glaube ich nicht. Okay, das heißt, das machen wir alleine. Das mache ich jetzt solo. Mal wieder eine Belagerung spielen. Sollte ja echt kein Thema sein. Das sind Schützen. Ja, easy. Okay. Gefährlich wird nur die Ushabti. Die Ushabti werden wieder gefährlich. Die Katapulte nerven. Ich warte ab, bis die... Ich mache das jetzt folgendermaßen. Ja. Okay. Jetzt wird's interessant. Ich stelle mich sehr breit auf. Ich weiß nur noch, ich muss gucken, an welcher Flanke ich angreife. Ich glaube, hier. Mal schauen. Okay. Nee, hier ist besser. Hier ist besser. So. Okay. Und ich mache das jetzt so. So. Okay. So. Gut. Dazwischen irgendwo die Ratten. Warum ist hier schon wieder Schaden? Moment. Ist ja mal wieder sehr interessant, das alles. Okay. Ups. Die Windows-Taste sollte ich mal deaktivieren hier. Gut. Ja, der kann mal buffen, ist ja egal. Gut. Geböllert, geböllert, geböllert. Mehr geböllert, genau. Okay. Ich hab die Worten gerufen.
wäre natürlich sehr schön, wenn die entkommen würden. Statt einfach komplett wegzusterben. Aber so ist es bei den... Ja, okay. Die Regiment of Renown werde ich neu machen müssen. Die sind tot. Cool. Schade. Schade. Ne, ihr haut ab. Euch will ich weghaben. Ihr haut jetzt da. Ah, ist das ärgerlich. Wenn sie wirklich tot sind, habe ich halt Pech. Dann muss ich halt 10 Runden warten, bis ich sie wieder kriege. So. Okay. Na gut. Maria töten ist immer gut. Weiter. Okay. Schauen wir mal, ob die das Schädelkatapult kaputt kriegen. Wenn ja, wäre das natürlich gigantisch gut. Geht so. Ja, doch, haben sie kaputt gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Okay. Hier wird es wahrscheinlich nicht so gut klappen. Nee. Eher nicht. So. Also erstmal mache ich hier mit den Katapulten natürlich so viel Schaden wie geht. Sobald die Munition weg ist, können wir rangehen. Erstens, aber vorher nicht. Bitte hoch. Dann können wir hier angreifen. Na? Macht's ein bisschen Schaden? Bisschen wenigstens. Ja, sich hinter der Mauer zu verstecken, da ist natürlich schon klug. Sie nehmen trotzdem viel Schaden. Ne? Die Katapulte machen schon, was ihre Aufgabe ist, aber... Naja. So. Okay. Ja, die Rattling Guns. Die einen, die taten mehr. Aber so ist es mit dem Ushabti halt, ne? Wenn ich Glück habe, haben sie überlebt, wenn Pech, dann nicht. Ich werde es sehen. Ich werde es sehen. So. Pass mal auf. Könnt ihr euch hier hinstellen. Dann kommt der dazu. Dann kommt ihr dazu. Und ihr kommt dazu. Und ihr kommt dazu. Und die Ratten gehen mal einfach durchs Tor durch. So. Weil der hat ja diesen schönen Buff. So. Dann
Und jetzt müssten die da hinschießen können. So. Schön, das Katapult töten. Weg damit. Und ihr müsst es schon kaputt machen. Okay, so, der kann jetzt böllern. So. Skelett schützen. Okay. Okay, passt. Das ist fast zerstört. Auch wieder bedauerlich. Gut. So, die Waffenteams können noch mit rein. Du haust ab, du bist nämlich fast tot. Ja, eine teure Belagerung, aber na gut. So. Steine, Rufe, whatever. So. Gut. Naja, sehr schön. Feuer. Gut. Die Ratten da drauf. Er läuft doch. Er ist so gut wie tot. Kann auch den noch angreifen. Genau. Easy. Stopp. Da kommt irgendwas Böses. So, der ist ja tanky, aber der nimmt trotzdem Schaden, ne? Dauert nur etwas. Army Loss Penalty geht rein, sehr schön. Und drauf da. So. Die haben keinen Bock mehr? Aha. Auch interessant. Haut's ab. Irgendwas ist dann kaputt gegangen. Gut. So. Okay. Auch sehr interessant. Sieht aber so aus, als würde ich gewinnen. Ja. Gut. Die Verluste sollten sich in Grenzen halten. Aber schauen wir mal. Das tat halt weh. Das ist auch ein bisschen doof. Das war jetzt... Ich weiß nicht mal, wie die Stadt heißt. Egal. So, ausrauben, nur ausrauben. Erstmal nur ausrauben. Nicht wieder besetzen, das wäre zu schnell. Ausrauben, Geld machen und dann Richtung Krokgar gehen, den töten. Was ich nicht kann, weil die Rattlings hier fast tot sind. Sonst verliere ich die. Ja gut, ich könnte sie zurück. Ja, muss ich es manuell, das ist halt das Ding. Dann muss ich es manuell spielen. Sie sind tot. Okay. Schade. Aber gut. Sie sind tot. Dann Plünderstellung. Gut, der braucht wieder sein Regiment of Renown. Das dauert. Oh wow, die Armee ist gefährlich von ihm. Da hat sich Krokgar was Schönes überlegt. Oh ja. Should kill when get a chance.
Steht noch irgendwo was? Der läuft. Der steht und bildet aus. So. Das wollte ich haben. Das kann nicht schaden. Das kann auch nicht schaden. So. Geld mache ich schon. Ja, perfekt. Hier mache ich noch kein Geld. Naja. Und hier auch noch nicht. Okay, ja, die Armee ist halt echt stark. Okay. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Unterstadtgebäude Warp Marten Versteck fertiggestellt. Okay. Gut. Jetzt haben wir bald wieder 12, ne? Jupp, es ist 12. Okay. Das heißt, ich sollte jetzt echt Ende machen, sonst kotze ich noch komplett ab. Gut. Gut, gut, gut. Okay. Das heißt, ich mache jetzt noch eine Runde. Vielleicht. Dann Ende. Das ist halt so krass, Mann. Wie viel Zeit das Spiel frisst, das ist heftig. Aber ich finde es auch gut, dass ich ein Spiel habe, das mich so begeistert. Muss man ehrlich sagen. So. Dünenkönigreiche sind fast tot. Jetzt hat Krogar da gar nichts so gemacht, ne? Die letzten Verteidiger. Nicht wirklich. Das ist halt heftig. Also wenn da diese Viecher kommen, dann ist das schon echt gefährlich. Naja. Warp Lightning Conductor Charge. Na, gucken wir mal. So, der läuft noch. Der muss weg. Weil ich weiß nicht, ob ich diese Armee schaffe. Es ist halt. Ich kann es euch nicht sagen. Im Grunde würde ich sagen ja. Aber irgendwie halt auch wieder nein. Na, das ist nicht gut. Geh mal nach Hause, wenn hier überall. Überall so Blödzeugs ist, dann. So. Ist ja klar. Muss ich drauf gehen. Muss ich wieder plündern. Gut, dann. Schauen wir uns das mal an. Ich guck's mir mal an. Okay? Knapper Sieg. Gibt Geld. Geld ist wichtig. Plündern. Nächste Runde Rassetra. Ah, ich komme nicht hin. Ach, schau. Moment. Okay, strange. Ja. Ich würde auch gerne mal die Aufgaben machen. Weil der Zwergentöter ist nicht schlecht. Und die Warpsteinrüstung ist auch nicht schlecht. Wäre schon gut. Aber okay. Irgendwann. Untrusted worm, poison after.
So. Regiment. Ich habe Geld bekommen. Das ist gut. Ich habe eine Menge Geld bekommen. Which clan? Great leader. Na gut, mit all diesem Geld. Okay, bauen wir mal hier sowas auf. Hier noch eine Glocke dazu. Da noch das Nahrungsteil, damit ich genau bei null. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Your bubonic clan. Der läuft noch irgendwo hin, genau. Okay. Stinks like a grazier. Gut. Should kill when get chance. Okay. Kann man hier wieder irgendwas klicken? Da sind wir bald durch. Jo, läuft doch. Na gut, ich glaube, ich belasse es jetzt hier dabei. Ich mache jetzt hier Ende, damit das speichert. So. Und dann bin ich hier fertig. Oh, für heute. Oh Mann. Oder zumindest für jetzt. So, wir haben nichts geschafft, tatsächlich. Ich hab's hingekriegt, eine Armee zu verlieren. Tretch ist fertig, aber... Ich habe hier unten nichts gewonnen. Gar nichts Neues. Ich habe meine Städte ein bisschen ausgebaut, aber... Ich bin so langsam unterwegs. Gefällt mir nicht. Ansonsten sieht schlecht aus. Ich weiß nicht. Ich muss auch mehr manuell kämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für euch sau langweilig ist, nie die Schlachten zu sehen. Aber ich traue mich mir nicht zu. Das ist halt legendär. Wenn ich verkacke, dann war's das. Und ja, es gibt eine Möglichkeit, auf legendär zu speichern. Ich kenne sie. Ich habe sie auch häufiger schon genutzt. Privat, nicht während YouTube, da nicht, mache ich nicht. Weil hier ist halt, es würde auffallen. Wenn ich immer raustappe, um die Datei zu sichern, es würde auffallen. Wenn ich da eine Pause mache, es würde auffallen. Das geht nur privat. Ansonsten müsste ich nach jeder Aufnahmesession speichern. Und wenn was innerhalb der Aufnahmesession grundlegend schief läuft, dann zurückgehen. Da habe ich keinen Bock. Das sind jetzt 4 Stunden Lebenszeit. 3 Stunden, 3,5, die müsste ich nochmal aufnehmen. Nee, deswegen, es passiert, wie es passiert. Und ihr habt es ja gesehen, als ich rumgerödelt bin und fast am Arsch war, ich konnte mich wieder retten. Das war legendär Iron Man. Ne? Es gibt hier kein Speichern und Neuladen. Kein Neuladen bei Fehlern. Deswegen sind die Kämpfe so wichtig. Ich müsste die Kämpfe... Wisst ihr, was wir machen? Gegen die Echsen. Ich mache das jetzt noch. Okay? Wir machen jetzt einen Kampf gegen die Echsen. Den ich manuell kämpfe. Mit meiner Creek-Armee. Und ich will wissen, ob ich das hinkriege. Ich gebe dem Gegner ein paar heftige Armeen. Truppen, whatever. Die richtig reinknallen. Und dann schauen wir mal. Kretzius. Ja, hätte ich gern, kann ich jetzt aber nicht. Khemri. Khemri gibt Geld. Khemri gibt, glaube ich, Geld. So, jetzt hat er gespeichert. Khemri hat mal Geld gegeben. Ja, gut, warte mal. Palamon. So. Das eine ist kaputt. So. Rasetra ausrauben. So. Habe ich jetzt hier Mäuerchen? Noch nicht. Deswegen lohnt es sich nicht. Rasetra. Na, lohnt sich gerade nicht. So. Der Befehl ist gegeben. Der läuft. Der läuft. Ich kann endlich die Warblitzkanonen bauen. Was ich noch nicht bauen kann, sind die Waffenteams. Das dauert noch.
Master Commander. Okay. Ich würde das hier gerne ausprobieren. Ob ich das schaffen kann. Okay. Bestigors, Herden, Zangsons, Zentauren, Zygors, Beastmen, Herde, Minotauren, Bulgors. Call me Lord Craventail. Okay. Raid Scour! Scamper, Scurry! Okay. So. Untrusted worm, poison after. Okay. More head skulls. Das muss ich noch mit Ende machen. Sonst hat er nichts gespeichert. Ach, verdammt, was mache ich denn hier? Okay, also ich mache es jetzt so. Ich mache jetzt. Eigentlich sollte ich natürlich schon wieder Ende haben und blablabla. Und ihr kennt das alles. Ne? Aber. Ja. Ja, also ich möchte jetzt die beiden, da werde ich eh wieder weg müssen. Egal. Ein, zwei Schlachten mal probieren. Die sollten nicht lang dauern. Aber ich möchte das wissen, kann diese Armee, die ich habe, was? Kann die was oder kann die nix? Das möchte ich einfach wissen. Okay, so, das heißt, ich möchte jetzt noch die zwei Schlachten schlagen, probieren, weil wenn ich mich, so, weil wenn ich mehr Erfahrung mit dieser Armee sammle, die ich jetzt habe, und mich da sicherer fühle, dann geht da vielleicht was, wisst ihr? Also, das ist meine Armee, die bleibt bestehen, wie sie ist. So, das waren jetzt die Beastmen. Wo sind sie? Ist das das? Gorbor, Bulgors, genau. Okay. Biscor-Herde, ja. Streitwagen nicht. Centigor könnte auch ein paar haben, ja. Wieso nicht? Gnagor-Herde. Genau, die Gnagor-Herde. Kann man die nicht beide aufwerten? Oh, nice. Oh, geil, okay. So, Gnagor-Herde. Giant Ferromanticor, nö. Cinderlack, sagt mir gar nichts. Nehmen wir mal, er hatte ja noch Bulgors. Er hatte Gorgors, glaube ich. Ne? So. Minotauren hatte er noch. Und natürlich hat er noch diese Zygors. Sehe ich jetzt aber nicht. Hier Zygors.
Statt denen vielleicht. Zygos. Okay. Gorgor, Blutbestien Giant. Ja, dann nehmen wir den weg und geben stattdessen den. Ginderglock. Jupp, wieso nicht? Da kriegt er da ein paar bessere. Zentigor Wurfäxte. Hat er schon. Perfekt. Okay, gut. Und ihr kriegt natürlich alle Gegenstände und alle Fähigkeiten. So. Und ich habe meine Standardarmee. Und wir kämpfen wieder irgendwo draußen. So. Das möchte ich jetzt wissen. Könnte ich seine Armee bezwingen? Ich meine, wir sind Level 9 gegen Level 9. Wir haben alle Boni und... Ne? Es ist natürlich nicht 1 zu 1, weil in der Kampagne hast du andere Boni. Du hast kampagnenspezifische Buffs und Debuffs, die mit reinwirken. Du hast Stuff und Zeugs, wie die Warp-Bombe zum Beispiel. Oder. Du hast Ratten aus der Tiefe, du hast viel mehr Winds of Magic vielleicht. Und so Krams. Ne? Das habe ich jetzt hier alles nicht. So. Also, ich habe hier Katapulte. Die würde ich tatsächlich ein bisschen so verteilt hinstellen. So. Okay. Dann die Rattling Gunner Teams. So. Irgendwie defensiv aufstellen. Das ist der da. Der hat leider keinen Buff. Seht ihr, hier fehlt zum Beispiel der Buff. Auch eine große Sache. So. Ja, ruf mal nur Scheiße an. So. So. So, die müssen wir aufhalten. Das ist schon wichtig. So, die Rattlings feuern. Das ist schon gut. Schaut mal, ist alles anders. So, jetzt ist er hier hinten. Das ist natürlich ganz gefährlich. Ja, er ist durchgekommen, ja. Scheiße. Ja, schaut mal, das ist nicht machbar. Das ist hier irgendwie blockiert. Warum auch immer.
Ja, er ist da gut durchgekommen. Die Ratten hauen ab, Krieg hat schon keinen Bock mehr. Aha. Ich klicke halt auch irgendeinen Scheiß einfach an, in der Hoffnung, es tut irgendwas. Ist nicht so gut. So, hier ist schon Stuff. Nee, schaffe ich nicht. Also, hätte ich verloren. Schaut's, hätte ich verloren. Aber das muss ja machbar sein. Probieren wir es nochmal. Stellen wir uns vielleicht enger auf. Jetzt habe ich mich sehr weit aufgestellt. Das heißt, ich hatte sehr viele Flanken, die der Gegner abusen konnte. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt versuchen wir es mal, wenn wir uns enger aufstellen. So. So. Okay. So. So. Okay. Gut. Was nochmal? Ne? So. Die sind irgendwie gebufft, weil. So, ihr könnt die da angreifen. Ah ja. Okay. Ich kann den Großhalbling angreifen. So. Die greifen den an. Also im Augenblick müsste es passen. Ich mache guten Schaden. Es passt schon. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ob die auch anfangen zu schießen. Sie sollten schießen, tun es aber nicht. Die schießen gar nicht. Interessant. Die laufen lieber. Aha. Ja, das ist schon mal schlecht. Wenn ihr lauft, ist das schlecht. Die schießen nicht. Das ist ja bedauerlich. Die sind im Nahkampf. Habe ich hier irgendwelche Debuffs oder so? Kann Karotten beschwören, das war's. Wie kriegt das aufs Maul? Okay. Sehr interessanter Scheiß, der hier abgeht. Er ist halt in mir drin und macht mir hier richtig Schaden. Rein, ne? Das ist schon heftig.
Den kann ich auch gar nichts groß machen. Weil wenn er erstmal in den Waffenteam steht, ist es GG. Und er kommt in die Waffenteams rein. Das ist ein Riesenproblem. Also es ist schon sehr messy, das Game. Aber ich glaube, das verliere ich, weil die Bulgors machen hier krassen Damage. Die haben kaum Damage gemacht, die Waffenteams. Okay, also das ist, das hätte ich verloren. Na, keine Chance, keine Chance. Ich muss aber auch sagen, die Chazales haben verdammt wenig Schaden gemacht. Die Waffenteams auch. Gar nichts. Die schießen einfach nicht. Das ist das Problem. Na gut. Also weiß ich Bescheid. Im direkten Dings. Schwierig. Na gut. Damit bin ich durch. Wieder ein bisschen Erfahrung gesammelt. Schreibt mir gerne, was ihr von dem ganzen Bums hier haltet. Und wie ich das besser machen kann mit meinen Armeen. Weil ich finde die Armee gut. Auf dem Papier. Aber auf dem Schlachtfeld performt sie einfach grottenschlecht. Gegen sowas hier keine Chance. Naja. Okay. Dann bin ich durch. Danke fürs Zusehen. Wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye.